Herzlich willkommen im Mies van der Rohe Haus Garten. Wir gehen in die dritte Runde unserer Veranstaltungsreihe zum Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe von 1926. Ich begrüße unser hochkarätiges Publikum hier von links nach rechts: Dietrich Neumann, Berry Bergdoll, Carsten Krohn, Thomas Flierl. Da wir heute 4 Vortragende eingeladen haben, möchte ich die Vorrede kurz halten, um möglichst viel Zeit dann für Vortrag und Diskussion zu geben. Ich bin Vita Noack, ich leite das Mies van der Rohe Haus. Heute bin ich hier anstelle von Ulf Meyer, dem Architekturkritiker und Publizisten, der die Reihe mit uns gemeinsam konzipiert hat und ansonsten eben auch moderiert. Ich begrüße herzlich den Architekten und Architekturtheoretiker Jörn Köppler. Im Haus kein Unbekannter, da er hier die Ausstellung Modell Mies zusammen mit Albert Kirchengast kuratiert hat. Jörn Köppler moderiert die Reihe zusammen mit Ulf Meyer. Und ich freue mich, dass es jetzt losgeht und wir starten schnell. Bitte schön. Auch nochmal herzlich willkommen für das erschienene Publikum. Wir halten die Daumen, dass das, dass das Wetter hält. In dem Sinne, nur eine ganz kurze Einführung unserer Referenten in der Reihenfolge, wie auch die Vorträge gehalten werden. Sie haben es schon gehört, neben Vita Noack, Dietrich Neumann. Ich möchte nur ganz kurz vorstellen, Professor für die Geschichte der modernen Architektur an der Brown University in Rhode Island. Er ist Architekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist nämlich interessant, was wir heute hier für eine Ausbildungshistorie gewissermaßen haben. In München und an der AA in London studiert und vielfältige Publikationen, natürlich auch mit dem Fokus auf Mies van der Rohe. Sein Vortrag, da will ich natürlich nicht vorgreifen, sondern nur kurz den Titel erwähnen, beschäftigt sich mit der Geschichte des Denkmals. Dann haben wir Barry Bergdoll, der ebenfalls in Amerika Professor ist an der Columbia University in New York für Kunstgeschichte und Archäologie, also Kunstgeschichte, ich denke Architekturgeschichte. Wir haben gerade erfahren, Sie sind Kunsthistoriker, insofern wieder eine etwas vielleicht andere Perspektive auf das Werk von Mies und in diesem Fall das Revolutionsdenkmal. Auch natürlich vielfältige Publikationen mit dem Schwerpunkt auf der Architektur in Frankreich und Deutschland seit 1800 und vielleicht einigen bekannt als der Kurator der großen Ausstellung Mies in Berlin, die in Berlin und in New York zu sehen war. Sein Vortrag wird sich mit dem schönen Wort Quack, ja, mit dem Sumpf der Frage von Rekonstruktionen beschäftigen. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt darauf. Dann haben wir Carsten Krohn. Carsten Krohn wiederum ist Architekt, allerdings auch im Bereich der Architekturforschung tätig, auch gleichzeitig Fotograf und Publizist. Er hat an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert, auch Autor von diversen Publikationen, kürzlich Mies van der Rohe, Das gebaute Werk und Erich Mendelssohn, Bauten und ich rede einfach weiter, ja. Sein Vortrag wird sich mit der ganz konkreten Materialisierung dieses Revolutionsdenkmals beschäftigen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Es geht da um Ziegelformate und wirklich sehr starke Details dieses Revolutionsdenkmals. Dann, last but not least, haben wir Thomas Flierl hier, einen Philosophen, einen studierten Philosophen der Philosophie und Ästhetik. Darüber haben wir gerade gesprochen, was man, glaube ich, gar nicht mehr so studieren kann, an der Humboldt-Universität studiert. Sicherlich vielen bekannt als einmal Baustadtrat in Mitte, insofern natürlich auch immer mit Architektur befasst und Senator für Wissenschaft
und Kultur in Berlin. Seit 2006 freiberuflich tätig, auch vielfältige Publikationen. Ich sehe Hannes Meyer und das Bauhaus beispielsweise. Sein Vortrag wird sich beschäftigen mit der Frage natürlich auch der Rekonstruktion und der interessanten These Rekonstruktion ja im Museum. Gut, dann würde ich sagen, um keine Zeit zu verlieren, übergebe ich das Wort an Dietrich Neumann. Hier zu sein und zum ersten Mal wohl im Garten in dieser Veranstaltungsreihe teilnehmen zu dürfen und wollte gern Vita Noack und Simon Behringer danken, dass sie das organisiert haben und uns alle eingeladen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion heute Abend. Natürlich, wenn man so an die Monumente von Mies denkt, die drei großen, das Liebknecht Luxemburg und Bismarck und das, worüber ich sprechen möchte, der Entwurf zur neuen Wache für das Ehrenmal, für die Toten des Ersten Weltkriegs, die sind alle so unterschiedlich, was die politische Richtung angeht, was die Größe und die Architektur angeht, aber eben auch, was in meinem Fall, glaube ich, ganz interessant ist, der Entwurf zur Neuen Wache ist wohl der wichtigste, fast der einzige Bau, wo Mies sich mit vorhandener Bausubstanz hat auseinandersetzen müssen und das eigentlich sehr gescheit gemacht hat, finde ich. Die Erinnerung an die Schrecken des Ersten Weltkriegs und die Auflagen des Versailler Vertrags waren zweifellos das zentrale Trauma der Weimarer Zeit. Es war ein sinnloser Krieg gewesen, fast zufällig entstanden, ohne rechten Anlass, das Resultat von Inkompetenz, Eitelkeit und Stolz. Deutschland und die anderen Teilnehmerländer hatten Millionen Opfer zu beklagen und die Straßen Berlins waren voller Kriegsversehrter, wie es Otto Dix, Georg Gross und andere eindrucksvoll dargestellt haben. Die Debatte, wie man der Toten des Krieges gedenken sollte, wurde zum 10. Jahrestag des Kriegsausbruchs besonders intensiv geführt. Dazu kam, dass Deutschland dank der Währungsreform und des Dawes-Plans sich endlich Fragen zuwenden konnte, bei denen es nicht um das reine Überleben ging. Zwei Projekte, die im Jahr 1924 diskutiert wurden, zeigen die entgegengesetzten Enden des Spektrums. Im August 1924 wurde der Grundstein gelegt für eine Art abstrakte Wehrburg, die in Ostpreußen der ersten großen Schlacht des Ersten Weltkriegs gegen die russische Armee gedachte und gleichzeitig die Toten des Krieges ehrte. Die Schlacht in Tannenberg hatte mit einem deutschen Sieg geendet, der allerdings angesichts der Niederlage im Weltkrieg geschichtlich bedeutungslos war, aber von allen, die sich mit dem Kriegsverlust nicht abfinden konnten, als Beweis deutscher Wehrmacht gefeiert wurde. Der Bau der Berliner Architekten Johannes und Walter Krüger wurde 1927 vollendet und besonders von den Nazis als nationales Heiligtum betrachtet. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wurde dort 1934 beigesetzt. Auf der anderen Seite des Spektrums stand ein Vorschlag, der eindeutig als Antwort auf die Grundsteinlegung in Tannenberg gedacht war. Er kam von der weitgehend vergessenen Kunsthistorikerin Frieda Schottmüller, die unter Wilhelm von Bode am damaligen Kaiser-Friedrich-Museum als erste weibliche Kuratorin arbeitete. Sie war Spezialistin für Renaissance-Skulptur und schrieb in einer kunsthistorischen Zeitschrift im November 1924: Indessen ist es ja nicht notwendig, die Toten des Weltkriegs durch ein im Freien aufgestelltes Monument zu ehren, und ein Bau ist vorhanden, der nach Lage, Ausmaß und Stil sich für eine Gedächtnishalle vollkommen eignet, als wäre er dafür erdacht. Es ist ein kleines Haus mit geschlossenen Mauern in einer dorischen Vorhalle, benachbart dem Zeughaus und der Universität, die neue Wache, die Schinkel 1816 erbaut hat. Seine erste architektonische Schöpfung in Berlin. Sie steht heute leer und zwecklos da, brauchte und dürfte ihrer Schönheit wegen außen nicht verändert werden. Das Innere, das architektonisch belanglos sein soll, ist dem neuen Zweck anzupassen. Die Wände sind schlicht zu gliedern. In der Mitte ein einfacher, nicht zu hoher Sarkophag. Das Grab nicht des unbekannten Soldaten, nein, aller Deutschen, die der Krieg uns nahm. Diese Geste von Demut und Trauer ohne einen von außen erkennbaren Bau war eine brillante Idee und die Wahl von Schinkels neue Wache ganz besonders einleuchtend. Der Bau von 1818 stand ungenutzt, nachdem Kaiser Wilhelm II. Abgedankt hatte. Am Ende des Krieges, 1918, war er ja in die Niederlande geflohen. Er war ursprünglich von Friedrich Wilhelm III. In Auftrag gegeben worden, um den Sieg über Napoleon und den Abzug der französischen Truppen zu feiern. Auch damals hatte es Ideen für große Triumphgebärden gegeben, sowie Schinkels Riesenkathedrale für die Befreiungskriege. Schinkel hatte den Bautyp des Wachhauses neu interpretiert als einen Beitrag zu Berlins Via Triumphalis. Der König wohnte schräg gegenüber.
im Kronprinzenpalais, das ist hier noch die alte Version, das wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts verändert, und nicht im Schloss. Schinkel entwarf geradezu ein Bühnenbild, eine Fassade, eine Kulisse, deren große Geste mit den banalen Räumen dahinter wenig zu tun hatte. Der große Portikus mit den schweren, achso, hier sehen Sie auch die Rückseite in dem Kastanienwäldchen, das das so umgibt. Der große Portikus mit den schweren dorischen Säulen und den wunderbaren Giebelskulpturen wurde von niemandem durchschritten, außer den wachhabenden Soldaten, die wohl auf der Rückseite eintraten. Sie sahen das gerade, jetzt gehe ich nochmal zurück, da ist eine Tür auf der Rückseite unter einem sehr viel einfacheren Portikus, ihre farbenfrohen Uniformen anlegten und zu bestimmten Zeiten und auf Aufruf, wenn der Kaiser vorbeikam, heraustraten. Im Innern gab es einen Innenhof, sogar eine Gefängniszelle und zwei Geschosse. Hier ist ein wunderbares Foto von, ist natürlich gestellt, aber sehr schön, von Waldemar Tietzenthaler, der die ganze Banalität des Soldatenalltags zeigt. Schinkels Grundriss zeigt die relativ ungeordnete Raumfolge im Innern, den Innenhof, den es gab, und das zweite Stockwerk. Die Idee, Frieder Schottmüllers Idee, wurde schließlich 1930 von der SPD-geführten Regierung unter Otto Braun umgesetzt, mit Hilfe eines Wettbewerbs unter 6 Berliner Architekten. Die Auslober deckten ganz bewusst die ganze Bandbreite der Auffassung, die es in Berlin zu dieser Zeit gab, ab. Da war Erich Blunk, Professor für Denkmalpflege, Schinkelkenner, konservativer Architekt, Hans Grube, konservativer Villenarchitekt und Regierungsbaumeister, Heinrich Tessenow, Professor an der Technischen Hochschule, Architekt der gemäßigten Mitte, Peter Behrens, inzwischen Professor in Wien, Hans Pölzig, der brillante expressionistische Einzelgänger, ebenfalls Professor in Berlin, und schließlich Ludwig Mies van der Rohe, der nächste Direktor des Bauhauses und sehr bekannt durch die vielen positiven Veröffentlichungen zum Barcelona-Pavillon. Mies war bei weitem der fortschrittlichste und auch der jüngste der Gruppe. Der Auslobungstext drängte auf bescheidene architektonische Mittel und geringe Kosten und betonte, dass eingreifende Veränderungen am Äußeren zu vermeiden seien. Und dann hieß es, was für mehrere Teilnehmer ziemlich fatal wurde, es hieß dann, die vorhandene Grundrisslage und die Zweckbestimmung sprechen dafür, den Mittelpunkt der Gedenkstätte unter freiem Himmel in einem kleinen Hof anzuordnen. Der Gedanke einer atriumartigen Anlage ist daher der Lösung zugrunde zu legen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Natürlich, die Idee einer nationalen Gedenkstätte dort wurde breit diskutiert. Die kommunistische Rote Fahne lehnte das Denkmal als billige Geste ab, während gleichzeitig Hunderttausende von kriegsversehrten Witwen und Waisen das Geld viel nötiger gebraucht hätten. In den sozialistischen Monatsheften wandte sich der prominente Kritiker Adolf Behne gegen den Standort unter den Linden. Er sei zu bequem, zwischen Postamt, Café, Friseur und Schokoladenladen, wohl vor allem, um in guter Lage ausländischen Besuchern ein Kriegsdenkmal zeigen zu können. Mit erheblicher Arroganz bezog er sich auch auf Schottmüller und ich zitiere, da kein starker Impuls treibt, kein Wille zu einem Bekenntnis, kein Zwang des Gewissens, sondern nur die Etikette da ist, kam man auf den hausfraulichen Vorschlag zurück, die berühmte Schinkelwache, die eben leer steht, nutzbar zu machen und glücklich und aus der unbequemen Situation heraus etwas schaffen zu müssen, was an die Gewissen rührt und an der wohligeren Zone geschmackvoller Anpassung angelangt. Viel wichtiger ist vielleicht der Architekt und Kritiker Siegfried Krakauer. Der schreibt und in einem Satz im Grunde auch sicherlich von Schottmüller beeinflusst, eine Gedächtnisstätte für die Gefallenen im Weltkrieg, sie darf, wenn wir ehrlich sein wollen, nicht viel mehr als leerer Raum sein. Dann wurde der Wettbewerb entschieden. Der Jury gehörten unter anderem Stadtbaurat Martin Wagner an, der Architekt Wilhelm Kreis, Reichskunstrat Erwin Retzlob und die Kritiker Karl Schäffler und Walter Kurt Behrendt. Und sie übergingen die konservativsten Entwürfe, nämlich die säulenumstandenen Atria von Erich Blunk, Sie sehen das hier, Hans Grubes, etwas einfallreicherem Rundhof im Zentrum, sowie Peter Behrens Sarkophag unter einer Deckenöffnung. Hans Pölzig hatte wohl am meisten Arbeit in seine Darstellung gesteckt. Im Zentrum hat er eine Reihe, auch ein Atrium mit Säulen, die auch als Kruzifixe gelesen werden konnten. Und er hat in einer Reihe von Zeichnungen die verschiedenen Situationen zu verschiedenen Tageszeiten geradezu cinematografisch behandelt. Und im Zentrum war ein Grab mit der Erde verschiedener Schlachtfelder vorgesehen. Eine Perspektive zeigte außerdem von außen große Feuer auf beiden Pylonen rechts und links vom Eingang, während Menschenschlangen davor warteten. Er gewann den dritten Preis. Siegfried Krakauer wieder schrieb, zu allem Überfluss
lässt pölzig auch noch zwei mächtige Flammen aus den Eckpylonen der Fassade hervorschießen, die genauso sich nichtssagend sind wie die Grabkopie im Innern. Kurzum, der ganze Entwurf ist ein gigantischer Leerlauf, schrieb er in der Frankfurter Zeitung. Heinrich Tessenow gewann den Wettbewerb, ebenfalls ohne Atrium, hat also auch die Vorgabe missachtet, die der Ausschreibung zugrunde lag, aber mit einem Oberlicht und darunter ein einfacher Block mit einem Kranz. Der Entwurf wurde, wie Sie alle wissen, natürlich kurz darauf ausgeführt. Sigrid Krakauer war begeistert, er schrieb, es sei eine höchst unprätentiöse Angelegenheit und er stellte fest, die gute Bescheidenheit Tessenows hat den Schmuggel mit metaphysischer Kontrabande zu vermeiden gewusst und sich auf die würdige Proportionierung des Gedächtnisortes beschränkt. Hier ein Blick ins Innere, das Sie alle kennen, mit diesen niedrigen drei Türen, Öffnungen und natürlich die Figur von Käthe Kollwitz, die erst später unter Bundeskanzler Kohl dort eingesetzt wurde. Nun aber zu Mies. Er tat sich relativ schwer mit der Ausführung, aber er scheint Frieder Schottmüllers Vorgaben im Kopf gehabt zu haben. Er nannte seinen Entwurf Raum, also Codename war Raum, sicherlich beeinflusst durch die Berichterstattung zum Barcelona-Pavillon, wo viel von seinen Raumfolgen und so die Rede war. Es haben sich etwa 50 Skizzen im MoMA-Archiv erhalten, die zeigen, wie er sich nach und nach der Lösung näherte. Hier ist also eine Skizze mit schweren Pfeilern rundherum. Es ging immer um einen quadratischen Raum. Sie sehen hier, wie am Anfang ein altarähnlicher Bau im Zentrum stand und Glaswände rechts und links gedacht waren. Und hier nun, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, sieht man schon ein bisschen, wie er sich der endgültigen Form nähert. Allerdings so eine freistehende Wand, die den Toten als Inschrift trägt, ein bisschen wie die berühmte Onyxwand im Barcelona-Pavillon. Und hier wird es, kommen wir der Sache schon näher, mit mehreren Variationen eines quadratischen Raumes und schließlich die Zeichnung hier, der Blick ins Innere von der Straße aus. Und hier ist die berühmte Zeichnung, ein quadratischer Raum mit grünem Tinos-Marmor umgeben in Platten, die einmal 2 Meter groß waren, Travertinplatten auf 1 Meter auf dem Fußboden und Travertinbänke, graues Glas in den 5 großen Öffnungen zur Straße hin. Es waren die gleichen Materialien, die Mies gerade in Barcelona verwendet hatte. Sergius Rügenberg, sein enger Mitarbeiter, legte die Perspektive an, im gleichen Duktus, wie er ihn in Barcelona verwandt hatte. Sie können, glaube ich, hier das ganz gut sehen. Der Barcelona-Pavillon, hier ist die Zeichnung von Rügenberg und hier kann man die Handschrift sozusagen vergleichen. Besonders bemerkenswert ist, wie behutsam Mies mit dem Schinkelbau umgegangen ist. Während auch er ihn völlig entkernte, wie alle anderen, zeigt der Schnitt, dass er als einziger unter den Teilnehmern sich ganz von Schinkels Außenwänden fernhält und stattdessen ein eigenes Stahlgerüst einbauen wollte, das das Dach trägt, die Marmorplatten und die weiße Rabizdecke. Sie können hier ganz gut den Stahlbau sehen und an den Wänden seitlich eben die, muss man sich nicht vorstellen, den Marmor und die weiße Decke. Und er wollte auch die Fenster an der Außenseite so halten, wie Schinkel sie geschaffen hatte. Sie sehen hier die blau hinterlegten Fenster an der Außenwand, all das ist erhalten. Und natürlich wollte er die 5 großen Öffnungen in der Fassade unter den Linden erhalten, so wie Schinkel sie auch entworfen hatte. Hier ist nochmal ein Blick auf die Rückseite, also die Fenster, die Sie hier an den Seitenfronten sehen, wären in Mieses Entwurf erhalten geblieben. Alle anderen haben sie natürlich zugemauert und die 5 Öffnungen zur Straße hin sehen Sie dort. Hier noch einmal Siegfried Krakauer, der schreibt sehr schön. Mies, dieser ausgezeichnete Baukünstler, hat sich in das Abenteuer gestürzt, dem Gedanken des Ehrenmals seine volle Gestalt zu verleihen. Er will der Erinnerung ein Körpergehäuse schaffen, in dem sie sich wirklich ergehen kann. In solcher Absicht entwirft er einen lichtlosen Innenraum, der nur durch die Fassadenfenster notdürftig erhellt wird. Die Wände der Gruft sind aus dunklem Marmor und inmitten der Finsternis ist eine Grabplatte mit dem Flachrelief des Reichsadlers vorgesehen. Doch Krakauer fand die Umsetzung der gedanklichen Motive der Komposition fragwürdig. Es war Mies nicht gelungen, so Krakauer, machtvoll in Symbolen zu sprechen. Und ich zitiere ihn hier nochmal, schönes Zitat, wieder jeder Erwartung, gleich der Entwurf nämlich gewissen, komfortablen Vestibülen, die der Stolz manchen Großunternehmens sind, wozu noch die Lichtröhren auf der Eingangsseite und die Tür im Hintergrund beitragen, die den Gedanken der Totenkammer halb und halb wieder aufhebt. Aber es ehrt Mies van der Rohe, dass er mit seinen großen Mitteln das Unmögliche versucht hat. Er musste wahrscheinlich für seine Person einmal die Erfahrung der Grenze machen.
Das hat mir natürlich gefallen mit den Vestibülen. Nicht? Wir kennen natürlich alle solche Vorräume von großen Unternehmen, wo dann die zwei Barcelona-Sessel stehen und der grüne Marmor. Das ist, fand ich eigentlich sehr spannend, weil es zu der Zeit das natürlich im Grunde in dem Sinne noch nicht gab. Nun aber zum letzten und vielleicht wichtigsten Teil der Chronologie. Wir hatten schon davon gesprochen, dass die Materialien, die Mies vorgesehen hatte, denen im Barcelona-Pavillon entsprachen, nämlich grüner geäderter Tinus-Marmor in Platten von einmal 2 Meter Größe, Travertinplatten am Boden und Travertinbänke. Ende 1930 schloss die Weltausstellung in Barcelona, Ende Januar 1930 schloss die Weltausstellung in Barcelona und der Pavillon musste abgebaut werden. Pläne, ihn zu verkaufen, waren fehlgeschlagen und hatten außerdem hohe Zollkosten verursacht. So wurden sie zunächst in ein Warenhaus nach Barcelona geschafft und schließlich nach Hamburg verschifft, wo sie wohl im März oder April 1930 ankamen. Hier sehen Sie kurz eine Idee, wie das wohl, das ist der Aufbau, aber Sie sehen die Platten dort, so beim Abbau wird es ähnlich ausgesehen haben, und hier der Hamburger Hafen. Aber ich will nochmal zurück auf diese beiden Bilder. Mies war in einer bedenklichen Lage, denn er hatte das Budget in Barcelona um ein Mehrfaches überschritten und die Zeche hatte der Industrielle Georg von Schnitzler aus eigener Tasche bezahlt, der deutsche Kommissar und Manager bei IG Farben. Mies hatte ihm mehrfach versprochen, den Verkauf des Marmors voranzutreiben, um die hohen Schulden, die er für Georg von Schnitzler verursacht hatte, etwas zu mildern. Natürlich gab es wegen der Weltwirtschaftskrise kaum Möglichkeiten und Mies hatte sich der Sache auch wohl nur halbherzig angenommen. Es war zu einer empfindlichen Missstimmung zwischen Mies und von Schnitzler gekommen. Die Travertin- und Tinusplatten lagerten also genau in dem Moment im Hamburger Depot, als Mies am 30. April 1930 eingeladen wurde, am Denkmalswettbewerb teilzunehmen. Die Maße, die in seinem Denkmalsentwurf für Marmor- und Travertinplatten angegeben sind, sind die gleichen wie in Barcelona. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Mies nicht nur die gleiche Formensprache wie am Pavillon benutzen wollte, sondern buchstäblich das Material des Pavillons selbst. Es wäre eine perfekte Lösung gewesen. Mies hätte, wie versprochen, einen Abnehmer gefunden. Georg von Schnitzler hätte Geld in seine Kasse bekommen und gleichzeitig wäre der Miesche Denkmalsentwurf besonders kostengünstig und damit konkurrenzfähiger geworden. Wie Sie alle wissen, wurde der Pavillon 1986 wieder aufgebaut. Mein Freund, der Architekturfotograf Hassan Bagheri, hat ihn ausführlich aufgenommen. Und ich habe ihn gebeten, einmal auszuprobieren, wie wohl der Bau ausgesehen hätte, wenn in der Tat die Platten aus Barcelona verwendet worden wäre. Jetzt schauen wir mal hier. Sie sehen also hier die Zeichnung von Rügenberg. Und jetzt schauen Sie, wie Hassan Bagheri das umgewandelt hat. Man sieht es jetzt so ein bisschen, ganz ähnlich, aber eben in Farbe. Das sind jetzt wirklich Fotografien der Marmorplatten aus Barcelona. Wir hatten ja schon über, jetzt fragt man sich natürlich, wie hätte der Blick in die andere Richtung ausgesehen? Das hatten wir schon gesehen. Wir hatten ja über diese Zeichnung gesprochen und gesehen, wie behutsam Mies seinen Entwurf in Schinkel integriert, ohne große Änderungen vornehmen zu müssen. Wenn wir genauer hinsehen, wird klar, dass Mies hier oberhalb des Eingangs die gleichen Formate verwendet wie rundum für den Tinus-Marmor. Aber es scheint nicht wahrscheinlich, dass er Schinkelstützen ebenfalls verkleidet hätte. Und man sieht auch hier, dass der Steinschnitt, der die Öffnung umrundet, das Format beibehält, das Schinkel ihnen gegeben hat. Es muss also einen Farbwechsel gegeben haben. Also es wird hier, sehen Sie es nochmal, vielleicht gucken wir mal, man sieht hier ganz schön, dass es vielleicht so ausgesehen hätte mit grünem Marmor und dann Schinkels Steinverkleidung. So hat Hassan Bagheri es rekonstruiert, also zweifarbig im Innern und dann graues Glas zur Straße hin. Der Eingang wäre nicht von der Straße aus erfolgt, das ist ganz wichtig, sondern von der Rückseite, wo eine zentrale Tür auch den Eingang den Soldaten geboten hatte, damit also die Fassade wieder zu der ursprünglichen Rolle als Kulisse zurückgeführt worden wäre. Wenn wir hier mal uns das Ganze angucken, man kann sich das so vorstellen, natürlich hatte Krakauer recht, als er von dem Halbdunkel sprach, das wahrscheinlich dort geherrscht hätte. Diese Zeichnung ist sicher etwas zu hell, ich werde das nochmal etwas verdunkeln. Man könnte sich vorstellen, dass Mies gegenüber Juroren, die er kannte, und er kannte viele, durchblicken ließ, dass das Material in einem Hamburger Depot zum Sonderpreis bereitstand. Walter Kurt Behrendt, einer der Juroren, war sicherlich generell auf Mieses Seite, aber fand wohl die Tatsache, dass Mies hier möglicherweise eine Art Wiederverwendung des Barcelona-Pavillons vorgeschlagen hatte, um aus seinen eigenen finanziellen und diplomatischen Schwierigkeiten herauszukommen, unangemessen. Behrendt schrieb, und damit will ich auch gleich enden, ungelöst erscheint in diesem Entwurf die Frage der Raumbeleuchtung. Ein Einblick in das stark abgedunkelte Innere ist von der Straße her nicht möglich. Da die Wände des Raumes überdies bis unter die Decke mit Platten dunkelgrünem Marmors belegt sind, so wird das Halbdunkel und die düstere Grundstimmung des Raumes noch verstärkt.
Es kommt dazu, dass der Raum nicht so sehr durch die Art des gewählten Materials als durch seine Behandlung, und jetzt kommt es, als durch seine Behandlung und Überbetonung etwas Ausstellungsmäßiges und allzu Preziöses erhält, was seiner Bestimmung widerspricht und überdies dem Geiste des ganz auf Form gestellten Schinkelbaus fremd ist. Behrendt hatte im Grunde recht. Während Mies ganz erstaunlich behutsam und einfühlsam mit dem Schinkelschen Bau umging, lag in der Vorstellung, den polierten Marmor aus Barcelona hier wieder zu verwenden, ein Widerspruch zu Schinkel und wurde im Grunde auch dem Ernst der Bauaufgabe nicht völlig gerecht. Herzlichen Dank. Danke für den sehr inspirierenden Vortrag. Das waren sehr schöne Animationen, wie ich finde. Denke natürlich sofort, Schinkel hatte natürlich auch oft die Aufgabe zu recyceln. Ne? Also richtig, viele seiner Sachen in Potsdam sind ja gar nicht neu gebaut, sondern Umbauten, Adaptionen etc. Insofern eine interessante Sache, aber auf was ich eben auch, aber ich will mich da kurz fassen, nachher wollen wir ja noch gesamt diskutieren. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Arbeit des Architekten eben gerade für Mies, der natürlich als Ikone dasteht, eben auch manchmal sehr pragmatisch aussieht und eine sehr pragmatische Seite hat. Ja, vielen Dank. Vielleicht auch nochmal fürs Publikum. Wir möchten das so strukturieren, weil wir eben vier so dichte, sehr schöne und intensive Vorträge haben, möchten wir jetzt zwei Vorträge zuerst hören. Dann machen wir eine kleine Pause von 10 Minuten, weil sonst auch, glaube ich, für Sie der Input einfach, das ist sehr, sehr dicht. Dann machen wir, wie gesagt, 10 Minuten Pause, dann hören wir die nächsten beiden Vorträge und dann möchten wir zusammen die Vorträge und auch Fragen von Ihnen diskutieren am Schluss. Also deshalb nur als Information. Ja, dann möchte ich gerne das Wort übergeben an Barry Buckter mit dem. Guten Abend. Es ist schön, dass ich auch dabei sein kann. Ich werde meinen Vortrag auf Englisch, weil ich überhaupt nicht so schnell Deutsch aus Niedrig sprechen kann und besonders nicht so brillant. But I'm delighted to be back here. Thank you so much with Witwe. It's a reunion for me. Also, I'm showing you a very blurry picture taken the last time Dietrich and I were here together at a dinner of the journalist of the Society of Architectural Historians. So it's very moving for me to be back here tonight. But I'm going to take us in my remarks a bit quite far from Berlin, only to return, since so much of value has already been said already here tonight, but already in the two preceding programs. So I remembered that unforgettable quip of Carl Valentin, who said, everything has already been said, but not by everybody. So that's my turn now. I hope that my point of view will, however, offer a somewhat different shade of opinion. Although I must say, as Dietrich Neumann knows, that it is the 1986 reconstruction of Mises' Barcelona Pavilion, which shook my convictions that rebuilding a building decades after its demolition always runs the risk of being an empty gesture. I fully understand that to do so promptly after a catastrophic war, fire, earthquake is a way of healing and recovering, but when a building has been missing from the map for generations or more, especially when the architect, him or herself, is no longer living, then I always have severe doubts and wonder why seeking to create an equally new building worthy of protection is not the way to go. And my opinion on that has not been changed since my visit this afternoon to the Schloss. Mies, in particular, often said that God was in the details. And it is precisely the details that are often impossible to guarantee. And often the site to which the architect responded has itself changed radically from the moment when the monument was lost. But I'm sure we'll return to these questions of details, materials, and site in the debate. This evening, I want to, might surprise you, focus instead first on Frank Lloyd Wright, as well as on Mies van der Rohe, since MoMA, where I was chief curator for almost a decade, is the repository for both the Mies and the Wright archives, but also look briefly in closing at a work of Louis Kahn. Now, 17 years ago, when I was at the American Academy in Berlin, it was an earlier moment of the debates over the reconstruction that have come up inevitably over and over again, and especially in Germany, of two key missing points, pieces of the historic landscape of the Spreeinsel, today's Museumsinsel, which had two key aspects which had disappeared a half century ago. The island has indeed always been a work in progress, even if it seems now we might be back in the words in 2022 of the 19th century theorist of restoration, the French Villeduc, who said,
that to restore a monument is to take it back to a form that it probably never had known at any given moment historically. The Spreeinsel was, of course, a central focus of a Berlin always in evolution. Even as the museums added after Schinkel's original museum, Pergamon and so weiter, led to the destruction of one of Schinkel's key works, the Packhof. And at the height of the rebuilding of Berlin as imperial capital, Schinkel's rebuilding of Berlin as imperial capital, Schinkel's reworking of the 18th century cathedral, to which he had scaled his museum, gave way to the bombastic cathedral that effectively undid the scale relationships Schinkel had created in his reworking of the Lustgarten and the Kupfergraben. The Wilhelmine remaking of Berlin was then in turn to be selectively demolished and remodeled to assert the ascendancy of the young German Democratic Republic. The burned out remains of the Hohenzollern Schloss were polemically destroyed, making ultimately the Palace der Republik, although for unknown reasons to me, the DDR decided to reconstruct the cathedral. No less was the disappearance of Schinkel's Bauakademie a politically charged removal when the DDR chose, so I think that's an interesting thing to talk about, the meanings that come from removal, not only from construction. So no less was the disappearance of the Bauakademie a politically charged removal when the DDR chose to dynamite the building in 1961. With the construction of the Palace der Republik, the new center was a curious mixture of carefully reconstructed Hohenzollern past and socialist present. Post-1989, post-Wende, no less, of course, was the decision to rebuild the Schloss after reunification, a political act, even if it was giving a cultural edge with a museological program. It involved, of course, the dismantling of one of the key representational buildings of the DDR, even as it would be possible to argue that it was a rather violent act vis-a-vis the immediate past of millions of new Bundesberger. Pretty much all that was to be preserved is what you see on the screen. Scrupulously, it was a memorial stone to the eternal friendship of nations removed otherwise from printed maps, the German Democratic Republic and the Union of Soviet Socialist Republics. Even though recently a movement has emerged, modeled on the Fortiverein for the Schloss, to rebuild the Palast. It never ends. My skepticism with the monumental installation of the Norwegian artist Lars Romberg's Neon Zweifel in the letters of the DDR's rail stations on the roof of the Palace der Republik, condemned now to imminent removal from the landscape, only to be replaced by an ersatz simulacrum of the lost Schloss. Now, some wondered why the Bundesrepublik Deutschland was in need of a palace that had last been used before the First World War. My article, Reconstruction Doubts, published in 2005, the same year that the Luxembourg-Liebknecht Monument was being discussed, so this is for Witwe, at that moment in 2005 when I published that article. But my doubts then were multifold, and they remain so. But too irrelevant to the debate about the private initiative of the project to reconstruct Mies van der Rohe's Luxembourg-Liebknecht Monument Memorial in the cemetery nearby here of Lichtenberg. One was simply pragmatic. The only interior photograph of the Bauakademie dates to the time of its interior transformation by a different architect in the 1870s, when the Lichthof was filled with a handsome staircase. Just as we do not know what the rear side of Mies's 1926 monument looked like, we don't know what the interior of Schinkel's Bauakademie looked like, except in printed plans and sections with very few details of that are printed in the Sammlung Architektonische Entwerfe. There are only a small set of surviving drawings in the Schinkel Archive here in Berlin, just as for Mises' monument, there are only a handful of drawings for that monument in the Mies Archive in New York. And in terms of color and texture, so key to both monuments, a brick and clinker, we have no color photographs of Mises' monument, or as Fritz Neumeier brilliantly called it here, a begehbares Skulptur, even though there are color photographs of the burned out Bauakademie taken shortly after its demolition in 1961, as well as, of course, the famous painting by Edward Gärtner. And there are fragments reincorporated in another building by the DDR, so very parallel to the Schloss in that sense, the so-called Schinkelklause that you see here. More than 15 years after my article in the Journal of the American Academy in Berlin,
And then reprinted in a slightly expanded form in the Harvard Design Review, which I must say was my article was received with rather chillily here in, like this evening, in Berlin among Schinkel fans. This building, too, is to be recreated in some hybrid form. Karen Lumpscher, until recently Senatorin des Resort für Stadtentwicklung und Wohnen, declared a few years ago her intent to see the Schinkel building reconstructed with, quote, as much Schinkel as possible. Frankly, I would want it either all Schinkel or all something else. While one can only applaud the idea that Berlin needs an architecture museum, and one in this museum landschaft would receive the type of visitors rare in dedicated architecture museums, one has to wonder what it means to have a building which has become no longer the Bauakademie, but would become a monument to Schinkel, taken as I was with Fritz Neumeier's suggestion here a few months ago that a rebuilt Luxembourg-Liebknecht monument would no longer be a monument to those two murdered communist leaders, but rather a monument to Mies, or perhaps to a Mies cult, even if it too could be done with as much Mies as possible. But you're going to tell us about that. In both cases, they are destined to be rather strange monuments to the 19th and 20th century masters, since neither would recognize the final result as corresponding to their design intentions and choices. So lack of material evidence, change of meaning, and then, of course, the change of the site in the interim. Topics for us to discuss. Now, I am struck then by the question, who is the audience for a rebuilt monument in a distant cemetery that can only be attracted as a form of homage to the architect, unless I have somehow missed the initiative of those who wanted to recreate the monument because of a desire to rectify the absence of its original political significance in Germany almost a century later. And if the monument is to be a destination for those who want further contact with Mies, whose work in Berlin is limited to very early privately owned early houses, and to the spectacular Neue Nationalgalerie, that raises the question. So before returning for the debate to how we might evaluate such an initiative, I thought it might be interesting to take a brief side trip to America, from whence I've just come, where similar issues have been raised, absent the obvious violent political changes of 20th and early 21st century Germany, not that the US is by any means a society of consensus, as you all know. I offer for discussion then the examples of desires to have a fuller body of work by two of the leading American architects of the 20th century, Frank Lloyd Wright and Louis Kahn. And I will present examples of two separate but related phenomenon, the desire to recreate lost works and the desire to build unbuilt designs. There is, in my view, no architect who commands as much popular appeal as Frank Lloyd Wright, perhaps one of the only key figures in any survey text of modern architecture who is considerably more popular among the general public than among recent generations of practicing architects. It was, of course, the publication of his work by Wasmuth in 1910 that made him arguably more influential in Germany in the following two decades, in the 19-teens and 1920s, than in his native US. But today, Frank Lloyd Wright is a popular phenomena. To seek out a Frank Lloyd Wright building, even not one open to the public, is generally to encounter others with their cameras or iPhones. Wright fans, with tally sheets often, of how many of the more than 500 built works of Wright's over 1,000 designs they have been able to visit. On more than one occasion, I have suggested to them that there are other significant works of architecture in the nearby area that they might like to visit, but they are insistent that they are focused on Frank Lloyd Wright. Given that his buildings are to be found in 40 of the 50 United States, as well as in Canada and Japan, or kind of in Japan, the quest must be far-flung. To consult the online catalog of the Avery Library at Columbia or the periodical index of articles on architecture reveals also that Wright statistically commands more published books and articles than any other architect in the history of Western architecture. But key is that this is not limited to scholarship. Many of the books are frankly popular, some even sensationalistic, given some of the less salubrious aspects of Wright's life. There are dozens of rival guidebooks to seeking out the buildings, as well as several organizations, I show publications from one of them here, dedicated to the preservation of Frank Lloyd Wright, in addition to the official foundation, which Wright himself established to continue his legacy, notably the private Frank Lloyd Wright Building Conservancy. I bring that one up because they have taken very strong stands on the two issues
that we are debating, rebuilding what has been lost and recreating what never existed. There is at once a treasure hunt aspect to this, as well as a veritable cult industry. There are, in addition, numerous films about Wright, a public television miniseries, and even an opera has been written about him. Of 20th century masters, only Le Corbusier and Alvar Aalto come even close, but neither of those commands anything like the industry of Frank Lloyd Wright's souvenirs available for purchase online. If you have an iPhone, you can choose now. In museum gift shops or in the gift shops of an ever-growing number of his buildings, mostly no longer occupied houses, which can be toured by the public. That number increased from 25 in 1990 to some 70 today. In other words, there is also a market for more Frank Lloyd Wright buildings than those that have stood the test of time, even as, paradoxically, some have been lost, even in the last 10 years, notably the Max Hoffman Automobile Showroom, a Guggenheim Museum for Mercedes and BMWs, built in 1956 on Park Avenue and demolished overnight in April 2013, even as the Frank Lloyd Wright archives, some 500,000 sheets of paper, were being transferred from Wright's Taliesins to the Museum of Modern Art and Columbia University in New York. So you imagine this archive coming to New York while a developer is demolishing this masterpiece of Frank Lloyd Wright a few blocks away. Or the Lockwood Medical Center, Wright's only building, and we now know from the sign in the state of Montana, because it says Wright's only building in Montana after it was torn down, was demolished despite massive efforts of the Frank Lloyd Wright Building Conservancy a few months after the year-long celebration of Frank Lloyd Wright's 150th birthday. Now, interestingly, there's the record, the only building in Montana. Now, interestingly, the Conservancy has taken very stringent positions against two phenomena that are not at all uncommon: the relocation of Wright buildings to save them from total demolition in situ, and the posthumous building of designs by Frank Lloyd Wright, including the recreation of buildings that have disappeared in the years when Wright was not as popular as he has now consistently been for decades. Indeed, so robust is the tourist market for Wright that many cities interested in the possibility of attracting more tourism and tourist revenue have seen Wright buildings recreated or created posthumously to add to the wealth of their existing architectural attractions. Oak Park, Illinois, where Wright set up his practice in his house already in the 1890s, and where the Frank Lloyd Wright home and studio is not only a pilgrimage site to learn about the man generally referred to in America as Mr. Wright, is often also the point of departure for walking tours to see many other Wright buildings, including such early masterworks as Unity Temple. From the late 1960s, it also came to host some Wright curiosities that for many are at best replicas rather than original works of architecture, beginning with what you see on the screen. Already in 1969, a small fountain which had been demolished and was known only from old photographs was recreated on its original location, a replica to be sure, but with no change of location or function. But even buildings that never stood in Oak Park, there's the fountain as reconstructed with its sculpture, even buildings that never stood in Oak Park are now part of the circuit, since Oak Park, a leafy suburb of Chicago, received the only salvaged fragment of Wright's pioneering work of terraced apartments for working class families on Chicago's South Side, a very different neighborhood, a dense urban neighborhood. Built in 1895, the complex was demolished in 1974. Here you see it in photograph and in one of Wright's drawings. It was demolished in 1974, but its distinctive monumental arch, a kind of Vienna Karl Marxhof avant la lettre, or an homage to Louis Sullivan, was moved to Oak Park. Here we have a modern version of the old idea of the lapidarium. Along with the lapidarium, of course, comes the marketplace for fragments. So this building, which was torn down because it was in too expensive a place, now can be purchased, its fragments of it, in online auctions. Along with the lapidarium, we also have the emergence of the Frank Lloyd Wright period room, a particularly odd phenomenon, given that the flow of spaces, rather than the assembly of rooms, was from the first what Wright saw as part of his new architectural concept, destroying the box, an approach that had a great impact, of course, on the young Mies. So in 1979, when one of Wright's most masterful houses of his late prairie period, the Little House in Minnesota of 1912 to 1914, you see it
in the Wasmuth portfolio era photograph. They could not find a buyer in 1972, so it was dismantled. While a model of the building is on display in Minnesota, in the museum, the living room and library, which were once adjacent to one another, can now be visited 130 kilometers apart from each other. The living room at the Metropolitan Museum of Art and the library in the Museum of Art in Allentown, Pennsylvania. And just as American museums include numerous period rooms from Europe, including previously adjacent rooms from Robert Adams' great London masterpiece, Lansdowne House, now separated between New York and Philadelphia, another Frank Lloyd Wright interior can now be visited in the Victoria and Albert Museum in London, the office that Wright designed for Pittsburgh department store magnate Edgar Kaufman, better known as the client for Falling Water, which had already moved to an office building in Pittsburgh in 1957, and after having been rejected by the Museum of Modern Art, saying they were not in the business of having period rooms, although I put a Frankfurter Küche in the museum, it found its way to London in 1974. It has spent most of its time, however, in storage until it was installed finally in 2020, having returned from a tour of Japan. Now, few architects are as associated with an ethos of the relationship of a building not only to nature, although here one has to take in Mies as intimately related to nature and to site, and to specific landforms, local traditions, as Frank Lloyd Wright. Yet of the scores of houses built from the 1940s on, his concept of the Usonian house, an inexpensive house on a poured concrete slab, it's rather similar to this one with no basement, several Usonian houses have been spared demolition by being dismounted and re-erected on a new slab, on a new site, with substantial recreation of missing parts. The earliest transfer took place just 4 years after Wright's death, when a federal highway in Virginia would require demolishing one of the earliest of the Usonians, the Pope Leahy House, acquired by the still relatively young National Trust for Historic Preservation. There you see it in old and new site. And here some images of the moving, preparing a new slab, preparing a guidebook to the new building, its location. And it is on the grounds of this house, late 17th century Georgian style house. Late 18th century. But the new site was on a much less stable ground than the original site, and within 25 years, the house had to undergo a new major restoration. Standing just a few miles from George Washington's Mount Vernon, one of the nation's most popular tourist attractions, here Frank Lloyd Wright enjoys some of the same fanfare accorded to the so-called founders of the Republic. Now, there you go. Birthday. Founded in the late 1980s, the Frank Lloyd, I wish I knew how you made it sort of type the text while you looked, Dietrich, that was terrific. Founded in the late 1980s, the Frank Lloyd Wright Building Conservancy is an activist group that brings together architectural historians, preservationists, and especially Wright homeowners. In addition to rallying to try to save threatened buildings, it has taken positions on both moving buildings to a new site and to building unbuilt projects. Here is the policy on moving issued at the moment when an exception was to be granted for saving the Bachman Wilson House of 1954 in New Jersey. They are stringently against the idea of putting a building on a site other than that which it was intended for. That house, situated on a riverbank, was frequently flooded, not unlike Mies van der Hoe's Farnsworth House in Illinois. And after yet another flood, the owners sought to sell to someone who might move it to a new location, or at least didn't suspect the rising waters. In 2019, a new museum founded by the Waltons, the Walmart fortune, in Arkansas, acquired the house and moved it to a somewhat similar site overlooking Crystal Spring, at some distance from the new museum built by Moshe Safdie. Now, an even stronger stand, there you see it being moved, and it's hard for me to see what we're looking at there. Yeah, there it is in the warehouse, and being many, many new parts, and there it is as it's finally put into place. An even stronger stand has been taken by the Conservancy on the issue of building unbuilt Wright works, of which there are hundreds. While they have frequently featured computer animations of unbuilt projects in their publications, including the Coastal Bluff House in California of 1945 on the right, and the 1953 Mazzeri building for Venice that Wright designed for the Grand Canal,
They have drafted a policy against the construction of posthumous work, even if for decades Wright's successor firm had been involved in doing just that. I show only one example that has countervened this principle, which was the decision by a private group to create a new tourist attraction in Buffalo, New York, the site of some of Frank Lloyd Wright's most famous works, including the Larkin Building, tragically demolished to make way for a truck parking lot in 1950. Although curiously, there seems to be no move to rebuild the Larkin Building. While the argument offered by those who would like to see Mises Wolfhaus and Gubin rebuilt, namely that then we could experience the amazing spatial sequences created, could perhaps be orchestrated from movement to recreate the Larkin Building, whose site is still a paved, underused parking lot. The building that was in fact built, that has in fact been built, is this one, which is in fact a boathouse that Frank Lloyd Wright designed very early on for a lake in 1905 in Wisconsin, which advocates for more monuments in Buffalo were able to build, copying the drawings and particularly the engraving in the Wasmuth portfolio. So therefore, Germany, in a sense, gave us an ersatz Frank Lloyd Wright boathouse, which was built in 2007, gradually recouping the costs of it with the rental of the site near Niagara Falls, less used as a boathouse than as a wedding venue. The building, however, is of concrete, although the original design was for a wood frame structure. Now, only two other major American architects, I'm coming to my conclusions here, have been the focus of these kinds of attention to correcting or changing the built historical record through reconstructions, building relocations, and posthumous construction: Louis Kahn and Mies van der Rohe. Let's take them in reverse chronological order so as to end with Mies and rejoin the debate here in Berlin. Perhaps one of this is one of the worst. This is Frank Lloyd Wright's posthumous construction of his Monona Terrace in Wisconsin that varies in almost every way from his original designs, but is a very profitable convention center. But let's turn to Louis Kahn. And this, Dietrich and other friends, is one of the only other examples that gives me pause, like the Barcelona Pavilion. Perhaps one of the singularly most successful posthumous realizations of an unbuilt work, and one which was, like the subject of the debate this evening, conceived as a memorial and a site of gathering, is the design that Kahn created to commemorate Franklin Delano Roosevelt and his famous For Freedom speech. The site chosen because of the view it commanded of the United Nations headquarters, an organization that FDR hoped for, and of the view from the UN of the monument to be located at the south end of the island. You see it here on the, I don't know if this will point, well, the south end of the island that was then known as Welfare Island, but at the same time as Louis Kahn was drawing his monument, the island was renamed Roosevelt Island, which it's still called today. Now, Kahn had been commissioned in January 1973, producing numerous drawings, beautiful drawings, today all in the architectural archives of the University of Pennsylvania, apart from a key sketchbook of the development of the project still in the possession of Louis Kahn's eldest daughter. A full set of construction documents and specifications were completed after Kahn's death in autumn 1974 by the Philadelphia architectural firm of Mitchell Jurgala. Although the project of the memorial was kept alive for over 25 years by the Four Freedoms Institute, under the direction of William van den Heuvel, one-time U.S. permanent representative to the UN, the work was carried out very relatively recently. With Kahn, the Institute had worked with the Urban Development Corporation, which was a state-private collaborative. Now, in the interest of time, I'm going to skip over this a little bit, but here's the beautiful design that we know from Kahn. There is the view vaguely from the UN, from the Manhattan side of the East River, and you see this extraordinary grove of trees, ramp, and then from a garden into what Kahn called the room. It's a rather interesting juxtaposition with what you just spoke about, the sort of garden and the room for this memorial and the progression between the two. But this was part of, and here is the arrival as it has now been built, opened a number of years ago. But this was all part of a reconstruction of the island, of Welfare Island, turning it from an island of asylums and
and hospitals and everything that New York City didn't want into a lively, first a housing district and then a new university, which has been built. All of this, in fact, built at the southern end since the Kahn Memorial was designed. The key here was a exhibition of the drawings at the Cooper Union School of Architecture in 2005, which finally gave the final round of fundraising. As the exhibition catalog explained, what has emerged from the assembly of these materials is a provocative proposition that a project which has been commissioned, cited, designed, revised, developed, detailed, and fully drawn and specified over 30 years ago might finally be ready to be built. All of the construction drawings were done by hand, and another voice in the catalog notes, Kahn's design for the Roosevelt Memorial has existed, fully defined for 30 years. Since then, much about New York and the position of Roosevelt Island in the city has changed. Only now does the formerly isolated site find itself as Kahn may have imagined it, as the nexus of the city. So I'm not going to go into further detail. There are many, many beautiful quotes at the time and since then about this room and a garden, two closely planted rows of trees, defining the edges of the garden, converging toward an architectural enclosure, which then opens up of a view down the East River towards the Atlantic Ocean. It now begins at the north end with an austere flight of stairs that send a ceremonial note and transcend us to another place. So, I think, a rare success of a posthumous building. For many years, Mises architecture was treated as a corpus of siteless abstraction, buildings that might be placed on just about on any site. But the last generation of scholarship, including some who are here, and including the exhibition that I curated with the late Terry Riley at MoMA in 2001, has insisted more and more on the site specificity of Mises' work, on the integral relationship between his search for universal space and his attention to the specific local experience of a landscape and the topography of a site. One might argue, then, that as wonderful as the reconstructed Barcelona Pavilion is, that it is no longer relating to the same context. I would contend that the presence of the row of freestanding columns now missing was both the foil and the context of Mises' design. But let us look at closing at a rare case of a relocated Mises building with which I've been involved and its vicissitudes, one of only three freestanding single-family houses Mises designed in his decades in Chicago between 1938 and his death in 1969. Both the other houses are of course overshadowed by the masterpiece on the left, that is the Farnsworth House, itself saved from a proposal some years ago to relocate the building when Lord Palumbo put it up for sale after another of many floods that have damaged it. Now this is what you see on the right that I want to conclude with, the little known McCormick House in the Chicago suburb of Elmhurst, built for one of the key actors in the development of Mises' Lakeshore Drive apartments in Chicago. It was intended as a replicable model for a suburban development. The idea of a development of steel houses, interesting. Although in the end, only one house was built. In 1991, there's the McCormick House with its incredible pulled-out porte cochere, a kind of jigged corner like here at Lemke. In 1991, the house was threatened with demolition when a new owner wanted to replace it with what we in America call a starter mansion of more traditional design. Donated to the newly formed Elmhurst Museum of Art, about a kilometer away, the frame of the house was moved to the new site in 1994 and for some mysterious reason twisted 90 degrees in orientation, losing Mises' careful study of the relationship of transparency and occupancy to solar orientation. And it was physically, here come the horrors, physically attached to the new museum gallery building, a building of very little distinction, with an open glazed hallway that ran into and incorporated Mises' garage porte cochere, confusing the reading between the new building and the transported Mises one. So what was lost was the Mises' beautiful expression of the I-beam steel frame pulled out. So in 2017, I was invited by the then museum director to stage an exhibition on Mises' American house designs in the museum. But I insisted that I would only do so if the museum demolished the connector and liberated the house from being an annex to another building.
Dirk Lohan, Mises' grandson, joined forces in this demand, and miraculously by 2018, you see us here in the ribbon cutting, the connector was demolished. And progressively, the missing elements of the house are being recreated to bring the house back as close as possible to its original form. Here you might say that even moved and having lost its verdant setting, the house at least can be restored in the way that Mises' Babelsberg houses have been in the last 25 years. So I will end there. I won't take you there. You can see the at least a gap of space to liberate that building. We could go on. There are more Mises buildings in the archive to be built, and in fact, one has just been inaugurated. We'll stop there. Thank you very much. Vielen Dank. Wir haben eine 10-Minuten-Pause. Und das bedeutet ganz genau, dass wir uns, dass wir uns in Viertel nach acht, nach sieben uns hier wieder treffen. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer unser Vorträge heute Abend mit Carsten Krohn. Ja, freue mich, dass Sie auch alle zahlreich geblieben sind. Es ist frisch, aber die intellektuelle Schärfe der Vorträge wird uns natürlich erwärmen. Carsten, dann würde ich dir gleich das Wort übergeben. Du hast dieses sehr schöne Modell mitgebracht und wir sind sehr gespannt auf die tatsächlichen Detailfragen einer Rekonstruktion. Die Frage des Vortrags, lässt sich Mies van der Rohes Revolutionsdenkmal rekonstruieren? Und dann stellen sich mehrere Fragen. Was will man rekonstruieren? Meint man das Objekt, was hier in einem frühen Plastilinmodell modelliert wurde? Oder meint man diese Anlage, diese räumliche Anlage mit allem, was dazugehört, mit den Pflanzen und den Wegen? Und was heißt rekonstruieren? Will man jetzt am originalen Ort etwas bauen, was da dann für alle Ewigkeit sein soll? Das kann man natürlich nur machen, wenn man Dokumente hat, die das erlauben. Aber von diesen vier Seiten des Denkmals gibt es hauptsächlich Fotos von der einen Seite. Von den Schmalseiten gibt es kaum Fotos und von der Rückseite gibt es keine Fotos, die das Ganze zeigen. Also die Rückseite, kann ich schon mal jetzt sagen, lässt sich nicht rekonstruieren. Es sei denn, man sagt, so genau meint man das nicht. Man weiß aufgrund der paar Stellen, die fotografiert sind, zeige ich nachher auch, weiß man, dass es im Prinzip auf der Rückseite so aussah wie auf der Vorderseite. Insofern könnte man sich jetzt selbst die Rückseite ausdenken oder man sagt, man macht es glatt. Naja, auf jeden Fall wollte ich erstmal anfangen, über den Garten, über die Vegetation und den Kontext sprechen. Was wir auf dieser Montage sehen,
sind Bäume an den Seiten, die schon da waren, bevor Mies tätig wurde. Insofern könnte man sagen, diese Bäume sind vielleicht gar nicht von Mies gewollt gewesen. Das ist eine Gartenplanung, die vorher da war. Oder man hat sich gesagt, es werden erstmal diese Bäume gepflanzt. Man sieht ja auch, die haben so Stöcker, die sind ganz frisch gepflanzt, während man plant. Und es gibt auch Hecken. Mache ich jetzt weiter oder? Hier sehen wir das Haus Werner, ein frühes Werk von Mies. Und das Schöne an diesem Haus ist, dass nicht nur das Haus erhalten ist, sondern auch die Gartengestaltung, die von Mies stammt und die zusammen mit dem Haus eine Einheit bildet. Also das ist ein Schlüssel, um diese frühen Häuser von Mies zu verstehen. Die Häuser sind nicht so wie Häuser von Le Corbusier auf der grünen Wiese abgeworfen, sondern sie sind als eine Einheit mit der Modellierung des Gartens entwickelt worden. Und so wie der Garten architektonisiert ist, geometrisiert ist, mit Stein, genauso ist das Haus bewachsen mit Pflanzen. Und das sind eben diese Orte, die nicht nur eine Objektqualität haben, sondern auch eine Raumqualität. Und das ist ja das Besondere, dass das die Symbiose ist von diesen gegenteiligen Prinzipien bei Mies. Hier sehen wir jetzt ein ganz frühes Foto, wo man noch diese kleinen Bäume sieht an den Seiten, das Monument aber auch verstellen. Und wenn man sich jetzt die Texte anguckt, die in der Zeitschrift Die Rote Fahne geschrieben wurden, genau zum Tag der Eröffnung, da wurde berichtet, dass diese kleinen Bäume noch weggenommen werden, um dann erst das Denkmal voll zur Geltung zu bringen. Auf späteren Fotos sieht man, die sind dann auch verschwunden. Aber was man hier sieht, ist ein Tannenbaum links und auch rechts. Und diese Bäume spielen eine Rolle in dem Mies-Entwurf. Man sieht auch übrigens die Farnstange, die neben dem Emblem mit Hammer und Sichel an dem Monument von Anfang an da war. Das ist jetzt ein späteres Foto. Da sieht man diese Reihen von Tannen als immergrüne raumbildende Elemente, die eben dazu führen, dass es nicht nur ein Block als Objekt ist, sondern auch eine eingefasste räumliche Situation. Die Ausblühung an den Steinen kann man erkennen und dass die Farnstange dann irgendwann abmontiert wurde. Zur Chronologie der Entstehungsgeschichte zeige ich einen Brief von Fuchs, der Mies beauftragt hat, dieses Denkmal zu entwerfen. Mies selbst
ist in Kontakt zu Eduard Fuchs gekommen, da er das Haus Perls, das zweite Haus, was Mies gebaut hat, gekauft hat und einen Anbau wollte, den Mies entworfen hat und später gebaut hat. Und in dem Zuge hat er sich mit Eduard Fuchs getroffen, der ihm ein Bilder gezeigt hat von den Plänen für ein Denkmal. Und Mies hat aber gesagt, das ist überliefert, er hat es aufgeschrieben. Mir schwebte vor, dass es eher eine Backsteinwand sein sollte, so wie die Menschen, die vor einer Wand erschossen wurden. Man weiß jetzt nicht, ob das 40 Jahre zurück immer noch von Mies so genau erinnert war, dass er diese Idee hatte. Auf jeden Fall hat Pieck zur Eröffnung des Denkmals auch genau das Gleiche erzählt, dass das die Idee ist, eine Backsteinwand. Was interessant ist an diesem Brief, ist das Datum. Das ist der Ende März 1926, und Fuchs ist sehr nervös und sagt, also man muss bedenken, am 13. Juni sollte das Denkmal enthüllt werden, also ziemlich knapp davor, dass Mies ihn nicht hängen lassen sollte. Diese Ungeduld bei den Bauherren gab es bei vielen Bauten von Mies. Und wenn man dann diesen Baueingabeplan sich anguckt, der ist dann einen Monat später datiert und eine Woche später signiert. Und auf diesem Plan sieht man in Rot das Objekt und man sieht auch die ganze Anlage, die eine weite Anlage ist. Der rote Balken, muss man sich vorstellen, ist 15 Meter lang. Und oben in der Ansicht sieht man auch, dass diese Tannenbäume eingezeichnet sind, links und rechts flankiert, und die sind auch als Kreuze in dem Grundriss eingezeichnet. Hier sehen wir jetzt das Objekt mit zwei Pfeilern aus Backstein gemauert. Pylonartigen Eingangspfeiler, die gab es auch noch mal auf der Rückseite mit einer Metallkette, und es gibt eine kleine niedrige Ziegelmauer, die ein Feld auf der Vorderseite des Monuments einfasst und auf der Rückseite auch. Hier sieht man schon, das ist ein späteres Foto, wo diese kleinen Bäume an der Seite weg sind. Auf der Rückseite blieben diese Bäume noch weiter stehen, und die Bäume standen auch direkt vor dem Monument. Das können auch Gründe gewesen sein, warum das von hinten nicht fotografiert wurde. Es kann aber auch sehr gut sein, dass das hinten noch nicht fertig war und das dann irgendwie provisorisch abgedeckt wurde. Diese Schrift, ich bin, ich war, ich werde sein, die gab es auch schon in den Skizzen von Mies. Das war offensichtlich eine Vorgabe. Da hat er probiert, wo man die anbringen kann. In dem tatsächlichen Monument sind Auskragungen aus Eisen, um da provisorisch Schrift anzubringen. Das, was wir jetzt hier an Schrift sehen, das ist keine tatsächliche
Schrift in der Realität, sondern das ist eingeritzt in das Negativ oder da drauf gemalt. Das sieht man, wenn man da reinzoomt. So, jetzt hatte ich eigentlich vor, anhand des Barcelona-Pavillons zu zeigen, an einem Detail, wie unterschiedlich das originale Bauwerk war von dem, was ausgeführt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass man das hier so klein gar nicht erkennen kann. Wenn man sich die Höhe der Steinbank anguckt, auf der linken Seite 1929 ist es eindeutig niedriger als auf der rechten Seite. Man fragt sich, warum hat man das nicht gleich proportioniert? Offensichtlich war es das Ziel, das so originalgetreu wie möglich zu machen, aber in dem vordigitalen Zeitalter ging es vielleicht nicht so einfach. Und eigentlich wollte ich jetzt die Fuge zeigen von der letzten Steinplatte. Die ist ungefähr so breit im Original und in der Rekonstruktion ist es nur noch so. Und insofern sieht man auch in der Fuge auf dem Boden, dass die Pfeiler der Bank teilweise auf der Fuge sitzen und teilweise daneben. Und das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass das A und O von so einer Rekonstruktion ist das Maß von dem Modul. Und Herr Tegetthoff hatte da ja schon erzählt, im Büro Mies hieß es, es ist ein Meter mal ein Meter, aber man hat festgestellt, das kann nicht sein. Die Frage ist auch mit so einem Modul, waren alle Platten immer gleich oder waren sie unterschiedlich? Insofern wäre das nochmal eine interessante Aufgabe, mit den technischen Möglichkeiten von heute den Barcelona-Pavillon zu rekonstruieren, aber rekonstruieren im Sinne zeichnerisch, gedanklich zu rekonstruieren und dann die Pläne übereinander zu legen, um festzustellen, ob es gleich ist. Ich reite jetzt so lange auf diesem Detail rum, denn meiner Meinung macht eine Rekonstruktion, egal ob gebaut oder im Modell oder zeichnerisch, von diesem Objekt von Mies nur Sinn, wenn sie originalgetreu ist. Also sobald man nicht exakt das gleiche Ziegelformat hat und die ganzen Proportionen anders sind, dann ist es besser, man macht nichts, weil das A und O bei diesem Objekt sind eben die Proportionen. Es ist kein Gebäude, was man bewohnt, es ist eine Skulptur. Und das hat Mies ja auch selbst in den Interviews gesagt. Die Kunst kommt ins Spiel in der Architektur durch die Proportion. Die Proportion auch zwischen den Dingen. Und hier zeige ich noch eine weitere Rekonstruktion, eine sehr unglückliche hier in Berlin, die Ecklösung von Erich Mendelssohn, die Aufstockung. Und wenn man sich jetzt nur die Fenster anguckt, wie die gleichförmig um die Ecke gezogen waren, so dass in der Mitte, in der Ecke selbst nicht ein Element steht, sondern ein Freiraum, hat man in der Rekonstruktion genau das Gegenteil gemacht. Und da kann man natürlich sagen, das waren die Vorgaben vom Bauherrn, der wollte seine Standardbüros haben.
Und insofern muss man da mit der Innenwand anschließen können. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist die Dachlinie, die im Original ganz gleichförmig eine Rundung bildet und in der Rekonstruktion sich dann nochmal ausbaucht. Das kann ich mir nur erklären, dass man sich da verrechnet hat oder schlampig vorgegangen ist. Dann ist es besser, dass man nicht rekonstruiert, bevor man sehr schlecht rekonstruiert. Zu dem Material und der, dieses Revolutionsdenkmals ist zu sagen, dass es Ziegel sind, die verwendet wurden, die Mies in seinem ganzen Oeuvre sonst niemals benutzt hat. Auch hier beim Haus Lemke sieht man Ziegel mit einer lebendigen Struktur, mit einer Abweichung der Farbigkeit, mit den Fehlern des Brands. Aber trotzdem sind die Ziegel sehr glatt. Hier sind es jetzt extrem verbeulte. Das ist ein Begriff, komme ich gleich nochmal drauf, von 1925, verbeulte Ziegel. Die wurden an zwei Stellen beschrieben, einmal von Philip Johnson 1947 im Katalog. Philip Johnson hat das Monument vielleicht ja auch im Original gesehen in Berlin. Twisted Purple Bricks und in die Fahne waren von dunklen Hartbrandklinkern die Rede. Ich habe mit Ziegeleien gesprochen und dort wurde mir erklärt, dass diese verbeulte Struktur zustande kommt, wenn die Ziegel sehr dicht am Feuer sind. Das ist denn, wenn es mehrere Lagen gibt, die Lage, die am dichtesten dran ist, und wenn die schmelzen und ineinander zusammenlaufen und dann per Hand abgeklopft werden. So werden noch in den gleichen Ziegeleien heute Ziegel hergestellt. Das sind die Ziegeleien, die auch schon vor 100 Jahren die Ziegel hergestellt haben. Und da rechts oben von der Treppe sieht man so ein Ziegel, der so ganz merkwürdig weit auskragt, spitz, also so extrem verformt. Die Ziegel, die ich gefunden habe, die am ehesten dem entsprechen, sind diese Ziegel in dem Gebäude von Aalto in am MIT Studentenwohnheim. Da sind es hauptsächlich glatte Ziegel, aber einzelne Ziegel sind so verformt und die sind da bewusst eingebaut, um so eine lebendige Struktur zu zeigen. Man kann natürlich jetzt fragen, warum ist das so entstanden? Ist das Zufall? Es gab es wenig Geld? Dann wurden die billigsten Ziegel genommen. Hätte Mies lieber glattere Ziegel genommen? Aber ich denke, wenn man jetzt über dieses Monument spricht, dann sollte man darüber sprechen, wie es wirklich war.
Und das Interessante ist ja, dass es kein glatter Läuferverband war oder ein Blockverband hier, sondern ein unregelmäßig erscheinender Band, Verband, so wie ein wilder Verband. Da kann ich nachher auch noch an diesem Modell einiges zu sagen. Und der Effekt, dass es nicht ein gleichmäßiges Raster gibt, in Kombination mit diesen unregelmäßigen Form und weiter noch in Kombination mit den schwarzen Fugen. Also in der roten Fahne wurde 1926 geschrieben, die Fugen waren schwarz angemalt, vielleicht waren auch die Fugen schwarz gefärbt oder dunkel, wie bei Häusern Esters und Lange. Auf jeden Fall, man muss sich vorstellen, wenn das Sonnenlicht als Streiflicht über diese Wände fällt und sich verändert, ist eine starke haptische Qualität, die nicht nur diesen Stein als Einzelstein in Erscheinung treten, sondern auch diese großen wie Stahlziegel liegende Kuben des gesamten Monuments. Dann gibt es diese auskragende Treppenkonstruktion für diese Stufe. Da konnte man auf diese Plattform gehen, um dann hier als Podium vor dem Denkmal Ansprachen halten. Das ist auch dokumentiert in Fotos. Ich gehe jetzt sehr schnell durch, obwohl ich über alle Details sehr viel sagen könnte. Auf diesem Foto sieht man auch die Steinlage oben. Die liegen nebeneinander, alle in einer Reihe. Das ist ein Brief, den habe ich im MoMA-Archiv gefunden von 1925, von einer Ziegelei. Hier liefern wir Ihnen, wie gewünscht, Ziegel in einem verbeulten, oder wie ist die Formulierung? Kann ich jetzt nicht lesen, verbeulte Verblenderziegel in einer bunten Mischung. Dieser Brief entstand im Zusammenhang des Hauses Wolf. Für das Haus Wolf wurden Ziegel bestellt. Einmal diese glatten Ziegel, die auch verwendet wurden, aber auch diese unregelmäßigen Ziegel. Und das ist ja üblich, dass wenn man Muster bestellt, dann holt man sich ein paar Varianten. Man könnte spekulieren, hatte Mies auch schon gedacht, so ein Baukörper wie das Haus Wolf, was ja auch so orthogonale, kubische Gebilde sind, mit so einer rustikalen Ziegelstruktur zu kombinieren. Oder hatte er die Ziegel bestellt und hatte sie liegen. Auf jeden Fall hat Mies dann später erzählt, er hat dem Fuchs Musterziegel gebracht nach ein paar Tagen mit dem Entwurf. Und Fuchs war sehr skeptisch, was den Entwurf angeht. Hier sehen wir, dass provisorisch Schrift angebracht wurde aus Metall. Da
weiß ich aber nicht, ob das irgendetwas zu tun hat mit Mies. Wenn ich sage, wenn man so etwas rekonstruiert, sollte man es originalgetreu machen. Damit meine ich auf jeden Fall, dass man auch dieses Emblem mit Hammer und Sichel und den Farnmast und die Umfassungsmauer, das Ganze betrachten sollte, weil es gehört eben zusammen. Es gibt Ziegel, es gibt eine Ansichtszeichnung im Archiv, da sieht man oben links die Nulllage plus minus Null und dann sieht man für die Auskragung minus 90, minus 70. Das sind aber nur ungefähre Angaben auf 10 cm genau. In dieser Recherche, wie groß war das Ziegelformat und damit verbunden, wie war die Form des Ganzen, haben wir festgestellt, es waren nicht so glatte Maße bei den Auskragungen. Oben sehen wir eine Zeichnung von Werner Blaser von 1986 und da hat er jetzt wie so eine Tapete mit dem Computer ein Läuferverband über das Ganze drüber tapeziert. Was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Unten ist jetzt in der jüngeren Publikation von Andrea Contursi, den wir hier gesprochen haben, der ja schon genauer die Form rekonstruieren wollte, auch von der Rückseite spekulativ. Aber auch hier hat man jetzt diesen Läuferverband drüber gezogen und man sieht, dass das Relief links und rechts komplett unterschiedlich ist. Und das, was ich jetzt hier habe, das ist noch mal anders, wenn man das überlagert. Und zum Abschluss zeige ich eine Rekonstruktion aus der DDR-Zeit von Günther Stahn, der von einem Oldenburger Ziegelformat ausgegangen ist, die 5,5 cm hoch sind und nicht 6,5 wie das Standard-Reichsformat. Und dadurch ist das Ganze so wie gedrungen und die Proportionen sind anders. Also das Ergebnis von dieser Recherche war, dass das Ziegelformat das Hamburger Format ist, 20 cm mal 6,5 cm. Darüber könnte ich auch noch mal einen ganzen Vortrag halten. Und zusammen mit dem Büro Kühn-Malvezzi haben wir auch die Konstruktion untersucht im Innern. Soweit. Jetzt hätte ich noch eine Anmerkung. Das ist jetzt das Foto von der Rückseite, nur dass man das nochmal gesehen hat. Und zu dem Denkmal Neue Wache hätte ich noch eine Anmerkung. Da habe ich auch noch eine Abbildung, aber das kann ich nachher in der Diskussion machen. Danke. Ich würde gleich das Wort gerne weitergeben an gerne. Thomas Flier. Ja. Die Einladung, mich hier an der Diskussion zum Umgang mit dem zerstörten und verschwundenen Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe zu beteiligen. Ich möchte zu drei Aspekten sprechen. Darf ich nochmal die Fernbedienung haben? Und zwar anknüpfend an die, jetzt muss ich mal schauen, so geht's weiter, anknüpfend an die Ausführungen von Fritz Neumeier und Andrea Contursi möchte ich zunächst nochmals auf den Zusammenhang von Ästhetik und Politik bei der Entstehung des Denkmals eingehen. Sodann diskutiere ich die drei bekannten Versuche von Günter Stahn, das Revolutionsdenkmal Ende der 70er Jahre
in Ostberlin am anderen Ort und als das nicht zu realisieren war, auf dem Friedhof in Friedrichsfelde zu rekonstruieren. Und abschließend möchte ich für eine museale Rekonstruktion argumentieren. Zum ersten Punkt. Bevor das abwesende Denkmal zum Gegenstand der Projektion allerlei zeitgenössischer Narrative und prospektiver Erwartungen gemacht wird, um eine Rekonstruktion zu rechtfertigen, wie zuletzt von Michael Mönninger, schlage ich vor, gestützt auf die Formanalyse von Fritz Neumeier, die mich sehr überzeugt hat, genauer nochmal dem Entstehungszusammenhang nachzugehen. Stalinismus und Antistalinismus haben sich ja darin eingerichtet, nichts Neues über diese Geschichte eigentlich erfahren zu wollen. Ich will ja sehr positiv die Stichworte von Neumeier nur rekapitulieren. Alles wird getragen und trägt sich selbst. Es ist ein dynamisches Gleichgewicht ungleicher Massen, eine Formation, und er hat die Blocktektonik hervorgehoben. Er ließ allerdings offen, ob dies auch den Vorstellungen des Auftraggebers entsprach, ob das ein ästhetisches Ideal war oder ob auch der Auftraggeber damit eine bestimmte Weltsicht vermitteln wollte. Bereits in der ersten Diskussion zwischen Neumeier und Lindenberger ist ja deutlich geworden, dass die Entstehungszeit in die Phase einer noch, also des Denkmals, in die Phase einer noch nicht stalinisierten KP fällt und von der späteren Einweihung 1926 und dem Gebrauchszusammenhang der KPD 1926 bis 1933 zu unterscheiden ist. Die offene Situation, in der Mies seinen Entwurf dank Eduard Fuchs platzieren konnte, macht nun allerdings die subjektive Intention von Van der Rohe umso bedeutsamer für das Verständnis des Denkmals. Auch der Kunstsachverständige der KPD, Eduard Fuchs, hatte ja selbst eher eine eher traditionalistische Kunstauffassung gehabt, als er vorgeschlagen hatte, eine Plastik von Rodin vor eine Mauer zu stellen. Das heißt, alle die Geschichten muss natürlich zunächst mal den ersten Entwurf von Fuchs nochmal rekapitulieren, der allerdings schon das Motiv der Mauer der Füsilierten auf dem Père Lachaise Friedhof natürlich mit aufgenommen hatte. Interessant ist nun, dass es Mies van der Rohe war, der Fuchs Ende 1925 mit der Bemerkung, sein Fuchsens Denkmal wäre ein herrliches Denkmal für einen Bankier gewesen, zum Umdenken brachte, obgleich Wilhelm Pieck, der Berliner KPD-Chef, auf dem 10. Parteitag im Juli 1925 den Entwurf nach dem Konzept von Eduard Fuchs bereits vorgestellt hatte. Also es gab eine Festlegung von Seiten des Auftraggebers, als der Wilhelm Pieck auftrat auf dem Parteitag, und er hat genau dieses Konzept von Fuchs vorgestellt. Fuchs schaffte es dann, das Denkmalkomitee vom Entwurf Mies van der Rohe zu überzeugen. Woher gewann aber nun Mies diese argumentative Kraft gegenüber Fuchs? Und hier möchte ich also nochmal der Spur von Andrea Cortosi in Richtung Elisitzky nachgehen, jedoch weniger in dem Sinne, obwohl das, glaube ich, nicht ganz falsch ist, dass Mies Lissitzky ästhetisch gefolgt sei, sondern vor allem wegen der Analogie der politischen Situation, in der sich beide, Lissitzky und auch Mies, befanden. Welche Art von Kontakt hatten überhaupt beide, Lissitzky und Mies van der Rohe? Tatsächlich ist wohl unbekannt, ob Mies van der Rohe diese Arbeit, die wir letztens auch schon sahen, von Lissitzky kannte, diese Grafik von 1919 bis 1921 datiert und im Kyrillischen den Namenszug Luxemburg umfasst. Aber wie uns Cortosi gestützt auf Hans Richter als Zeuge mitteilte, war Mies von Lissitzkys Prunenraum auf der großen Kunstausstellung 1923, die zwischen Mai und September lief, sehr angetan. Und schließlich arbeiteten ja beide zusammen, Lissitzky und Hans Richter, bei der Zeitschrift G, Material zur elementaren Gestaltung. Während Lissitzky die Gestaltung des ersten Heftes, nur des ersten Heftes, dann nicht mehr übernahm, war Mies Mitglied der Redaktion. Zuvor waren sie beide auf diese oder jene Weise auch in die Gründung einer konstruktivistischen Internationale einbezogen. Und schließlich trafen sich beide
Mies und Lissitzky während der Bauhauswoche in Weimar bei einem Treffen mit Gropius am 17. August 1923, über das Mendelssohn in einem Brief berichtete, bei dem er Lissitzky den Vorschlag unterbreitete, in Moskau einen internationalen Kongress der Architekten abzuhalten. Gewiss wird Lissitzky dabei auch eine Einschätzung der Situation der modernen Architektur in Moskau gegeben haben. Er lebte zwar seit einiger Zeit in Deutschland, stand aber im engen Austausch mit vielen, aber vor allem auch mit Nikolai Ladowski, dem Kopf der Assoziation Neuer Architekten. So schrieb dieser Ladowski an Lissitzky am 23. Februar 1924 über die allgemeine Enttäuschung der modernen Architekten in Moskau nach dem Wettbewerb zum Palast der Arbeit und über die nach dem Tod Lenins im Januar 1924 angesetzten Wettbewerbe, die wieder von den Akademisten Schusew und Joltowski dominiert zu werden drohten. Wörtlich schrieb er, Zitat, also Ladowski an Lissitzky: Wir müssen die öffentliche Meinung von Schusew und Joltowski auf unsere Seite drehen. Joltowski ist derzeit im Ausland, in Italien. Schusew ist Vorsitzender der Moskauer Architektonischen Gesellschaft, genießt große Popularität im Mostsowjet und in anderen Zentralen und baut die Landwirtschaftsausstellung, die Propyläen auf dem Sowjetplatz, das Lenin-Mausoleum auf dem Ropenplatz, ist in allen Jurys. Zitat Ende. Diese Informationen verarbeitete nun Lissitzky in seinem Aufsatz Die Architektur der UdSSR, der im Februar 1925 im Kunstblatt erschien, aber bereits 1924 eigentlich bei L'Esprit Nouveau bei Le Corbusier erscheinen sollte. Zitat Lissitzky: Große architektonische Pläne hat auch der Tod Lenins hervorgehoben. Zuerst beschäftigte man sich damit, über seinem lebendigen Geiste eine tote Pyramide aufzustülpen. Einstweilen hat eine alte akademische Kanone, gemeint ist Alexei Schusew, über Lenins Sarg an der Kremlmauer eine Empire-Kommode aufgestellt, die ebenso gut über Bismarcks Grab stehen könnte. Wir kennen also drei Varianten dieses Lenin-Mausoleums hier. Die erste, die nur ein halbes Jahr stand aus Holz, dann wurde die 1924 im Sommer erneuert und dann schließlich die steinerne Fassung, die Sie alle kennen, auf dem Roten Platz. Ich zitiere das deshalb hier so ausführlich, weil es dokumentiert, wie die Annäherung von ästhetischer und politischer Avantgarde von Seiten der Künstler politisch erstritten wurde. Was in Moskau mit der Gestaltung des Lenin-Mausoleums durch die alte akademische Kanone Schusew nicht gelang, gelang aber in Berlin. Die Avantgardisten suchten nicht nur wegen des internationalen Charakters der Moderne den Austausch mit den Gleichgesinnten, sie benötigten auch einander zur Stärkung ihrer je eigenen Durchsetzungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund ist das Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe auch als ein Alternativentwurf zum Lenin-Mausoleum zu verstehen, als ein selbstbewusster Ausdruck der sich zur Massenpartei entwickelnden größten kommunistischen Partei außerhalb der UdSSR. Natürlich sehen wir auch die Unterschiede. Das eine ist ein Mahnmal auf dem Friedhof am Rande der Stadt und das andere ist eine monumentale Geste im Zentrum eines Weltreiches. Wir kennen auch die Metaphorik des leeren Zinksarges oder des leeren Sarges von Rosa Luxemburg, während Lenin einbalsamiert als Mumie aufrechterhalten wurde. Ich denke aber, dass es mehr als ein Zufall ist, dass Mies die traditionelle Fuchsche Idee für das Revolutionsdenkmal, eine Rodin-Plastik vor eine Mauer aus rotem Sandstein oder Porphyr mit Bronzetafeln und Feuerbecken zu stellen, mit derselben rhetorischen Figur, die auch Lissitzky gegen das Lenin-Mausoleum verwandte, bloßstellte. Es ist also auch ein Stück Anspruch des deutschen Kommunismus vor der Stalinisierung gegenüber der sowjetischen Dominanz. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die hier zitierte Lissitzky-Passage über das Lenin-Mausoleum in der DDR nie erscheinen durfte. Und in allen Lissitzky-Ausgaben der DDR vom Verlag der Kunst in Dresden ohne Kennzeichnung der Auslassung von der Zensur getilgt wurden. Und selbst in den englischsprachigen Übersetzungen, die sich meist auf die deutsche Fassung von Dresden beziehen, fehlen diese Passagen. Wir haben ein Projekt vor, wo alle diese Varianten auch verglichen mit den Originalen in Moskau von Lissitzky mal zusammenhängend dargestellt werden. Ich würde auch behaupten, Mies war kein Opportunist, wie viele gerne behaupten, weil er für diese und jene gebaut hat. Er hat nicht irgendeinen Auftrag irgendeiner Partei angenommen.
Er hat den Auftrag umformuliert, er hat ihn reformuliert, er hat ihn auf seine Weise neu formuliert, damit es eine ästhetische Herausforderung für ihn war. Und er konnte dies nur, weil er den zeitgenössischen Diskurs zum Lenin-Mausoleum kannte, meine These. Die Situation war natürlich günstig, weil Pieck, der in besonderer Weise mit dem Thema Luxemburg-Liebknecht durch seine Verhaftung im Hotel Eden und seinem Entkommen dann als Berliner Parteisekretär große Macht hatte, dies auch selbst in die Hand nahm und Fuchs vertraute. Und Fuchs ließ sich von Mies umstimmen, seine eigene transsozialistische Gestaltung umzugestalten. Ein idealer Fall, wie so eine Gestaltung dann auch politische Unterstützung gewinnen kann. Mir ist noch nicht so richtig klar, wer in diesem Denkmalkomitee war und wie, welchen Einfluss dieses darauf hatte. Aber das kann man ja noch erforschen. Für meine Begriffe ist da auch noch einiges zu erforschen und nicht schon alles klar. Der zweite Punkt zur Rekonstruktion des Denkmals in der DDR. Nach dem Beschluss des Magistrats von Groß-Berlin vom 17. Dezember 1945 sollte das Denkmal wieder aufgebaut werden. Es wurde dann temporär aufgebaut zu den Feierlichkeiten, zumindest 46, ich las auch von 47, zumindest 46. Wir sehen schon ohne den Sowjetstern mit dem Spruch von Freilichgard aus dem letzten Artikel von Rosa Luxemburg, die sich auf Freilichgrad bezieht, der sozusagen die Kontinuität zur 48er Revolution herstellte. Die SED, die als Vereinigung von SPD und KPD am 21. April 1946 gegründet wurde, beging also dann diese Feier und temporär wurde das Denkmal sehr vereinfacht, aber mit dem Spruch aufgebaut. Schließlich haben wir dann 1951 also den Bau der Errichtung, die Errichtung der Gedenkstätte der Sozialisten, die gewissermaßen die Zusammenlegung der Traditionslinien von SPD und KPD verkörpert und auf diese Art und Weise natürlich das von den Nazis ab 1935 abgerissene Denkmal sozusagen verdrängte. Pieck hatte nun wieder sein Porphyr in der Mitte und dann ging es um die Debatte, dass dieser Stein von Pieck durchgesetzt wurde gegen eine Gestaltung von Seitz und so weiter. Das muss man nicht ausführen. Interessant ist nun, dass in den 70er Jahren die Wiederaneignung der Moderne in der DDR anstand, parallel auch zur Wiederaneignung des Bauhauses. Und dass insbesondere dieses Bild, das hier schon mal gezeigt wurde, quasi eine Fotografie der Mittler war, um sich mit dem Revolutionsdenkmal neu auseinanderzusetzen. Also in durchaus positiver Abkehr von megalomanen Thälmann-Denkmalen im Sinne einer Entourisierung der Figur Thälmanns quasi als Reenactment wurde quasi das Revolutionsdenkmal als Thälmann-Denkmal gedeutet über diese kommunistische Traditionsbildung von 26 bis 33. Und nachdem 1974 das Politbüro einen langfristigen Plan zur Gestaltung von Denkmälern der revolutionären Arbeiterbewegung beschlossen hatte, war nun die Frage aufgekommen, nachdem der erste Plan, ein Thälmann-Denkmal auf den abgerissenen Ruinen der Reichskanzlei zu gestalten, was 1965 aufgegeben wurde, die Frage, wo soll denn der Thälmann nun eigentlich hin? Und nun entwickelte der hier schon angesprochene Günter Stahn vom Büro für Städtebau 1977 den Vorschlag, das Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe im Stadtzentrum zu errichten. Und zwar verstand er, was durchaus als ein reformerischer Ansatz verstanden werden kann, das Anknüpfen an die kommunistische Tradition als gleichzeitig ein Anknüpfen an die architektonische Moderne. Der städtebauliche Vorschlag sah nämlich vor, die Anfang der 1960er Jahre, also 61, abgerissene Schinkelsche Bauakademie, die im Krieg zerstört, ursprünglich wieder aufgebaut werden sollte, dann aber dem Gebäude des Außenministeriums weichen musste, wieder aufzubauen, und zwar südlich der Werderschen Kirche, und das Denkmal von Mies van der Rohe durch eine Thälmann-Plastik zu ersetzen, wie in dem Foto, was als Mittler fungierte. Und schließlich vor dem Eingang des ZK-Gebäudes dann die Denkmäler für Pieck und Grotewohl, die beiden SED-Gründer. Also durch die städtebauliche Anordnung sollte eine Traditionslinie inszeniert werden, die von Schinkel über die Revolutionäre von 1918, Thälmann bis Pieck und Grotewohl, also zu DDR und SED reichte. Die Architekten und Stadtplaner mögen vor allem die Absicht gehabt haben, den Abriss der Bauakademie wieder gut zu machen,
Es schien ihnen aber nur im Rahmen der Inszenierung eines historischen Legitimationspfades zur Machtzentrale, dem Gebäude des ZK der SED, möglich. Dieser Vorschlag offenbart die Zwänge, unter denen seinerzeit Kompromissstrategien entwickelt wurden. Das Angebot basierte auf der unproblematisierten Voraussetzung einer enthistorisierenden Verfügbarkeit über Standorte, historische Stadtgrundrisse und tradierte Gedenkdiskurse. Also eigentlich ganz postmodern gedacht. Die Ideen des Stadtplaners hatten aber keine Chance, war doch von den Oberen ein richtiges, neues Denkmal gefordert. Allerdings wird von Stahn dann vorgeschlagene Standort für weitere Planung übernommen. Es gibt dann Entwürfe für ein Thälmann-Denkmal an dieser Stelle, die aber auch scheitern. Jedoch Stahn verfolgt seine Idee weiter. Zunächst mit dem Vorschlag aus dem Jahre 1979, das Denkmal von Mies van der Rohe am alten Standort in der Nähe der Gedenkstätte der Sozialisten wieder zu errichten. Allerdings spürte die Parteiführung wohl zu sehr die kulturelle Differenz zum alljährlichen Demonstrationsritual und lehnte auch diesen Vorschlag ab. Realisiert wurde dann schließlich die Freilegung der Fundamente und die Anbringung einer Gedenktafel. Aber Stahn gab nicht auf. Es ist interessant, als auf dem Gelände des früheren Gaswerks im Prenzlauer Berg ein Ernst-Tillmann-Park errichtet werden sollte, kam auch wieder der Bedarf an einem Denkmal für den Namensgeber auf. Zunächst bestand nur das Ziel, auf dem Gelände des früheren Gaswerks einen Naherholungspark zu planen. In einer Studie des Büros für Städtebau vom März 1979 war bis auf die drei einzigartigen Gasometer, die erhalten werden sollten, der Abriss aller Gebäude des Gaswerks vorgesehen. Der Thälmann-Park, der zugleich in die regionale Grünplanung eingeordnet war, sollte nach Westen hin durch eine Mehrzweckhalle mit Ausstellung und Ratssaal begrenzt sein und durch den Neubau eines Rathauses ergänzt werden, das im Prenzlauer Berg nie existierte, weil es nie ein eigenständiger Bezirk, sondern eine Stadterweiterung Berlin war. In einem der drei im Krieg zum Teil zerstörten Gasometer sollte ein Planetarium und eine Gaststätte eingerichtet werden. Die anderen beiden Gasbehälter sollten später ausgebaut werden. Stahn konzipierte für diese Studie die Mehrzweckhalle im Geiste der neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe und markierte mit dem erneuten Vorschlag der Wiedererrichtung des Revolutionsdenkmals nun im Ernst-Thälmann-Park den Standort für das später ausgeführte Thälmann-Denkmal. Bekanntlich wurden alle Gasometer abgerissen und das Denkmal wurde in der Sowjetunion bestellt. Also interessant an der Stahnschen Intervention ist, wie sehr sozusagen das Revolutionsdenkmal und die architektonische Moderne in den aufgeklärten Köpfen der DDR natürlich weiter existierte. Gleichzeitig war das natürlich eine postmodern illusionistische Position von Stahn, die er mit seiner eigenen Architektur dann auch in den innerstädtischen Dingen, wenn man an den Friedrichstadtpalast und andere Bauten denkt, natürlich auch umsetzte. Im Grunde war es strukturkonservativ, ja vielleicht sogar reaktionär. Vielleicht war er sogar inspiriert von dem Denkmal von Imre Varga aus Südungarn von 1974, wo ein Lenin sein eigenes Denkmal verlässt, ein Monument, was 1978 in der DDR veröffentlicht wurde und unheimlich Aufruhr unter den Bildhauern erzeugt hat und dann umso mehr die Führung dazu veranlasst hat, ein bewährtes Denkmal aus sowjetischer Produktion zu bestellen. Zum letzten Punkt, zur Rekonstruktion. Ich sehe ein architekturhistorisches, kunsthistorisches, künstlerisches Interesse. Es geht auch um Machbarkeit. Es ist ein handwerkliches Interesse. Es wurde mehrfach geäußert, es braucht Haptik. Man will es wiedererleben, man will es sehen. Man hat den Wunsch, davor zu stehen. Ich halte persönlich ein Revolutionsdenkmal als Mies van der Rohe-Denkmal auf dem Friedhof noch dazu ohne Stern und Fahnenstange für völlig abwegig, für eine reine ästhetisierende Geste und als eine abzulehnende, also reaktionäre Vorstellung. Darüber kommen wir ja diskutieren. Das Revolutionsdenkmal, wie es letztens Michael Mönninger vorgeschlagen hat, nur als politisches Denkmal der Überwindung des Kommunismus, obwohl es eigentlich ein Denkmal ist, aus der Frühzeit des Kommunismus vor der Stalinisierung zu deuten, quasi als Objekt der friedlichen Revolution, natürlich ohne Stern und Fahne, würde ich für genauso abwegig halten. Also ich glaube, man kann nicht Mies van der Rohe kurze Begegnung mit der KPD und der
Geschichte des Kommunismus dadurch lösen, dass man einfach den Kommunismus aus der Geschichte tilgt, sondern dass man eventuell die spezielle deutsche Art, die damals noch eine gewisse Option war, vielleicht erinnert. Also ich würde fast meinen, dass diese Vorstellung der Rekonstruktion des Denkmals auf dem Friedhof sich nur unwesentlich von den Plänen Stahns unterscheidet, war eher dafür, das sozusagen durch Dislozierung zu lösen, wird hier quasi die Bestimmung abgewehrt, nämlich ein Grabmal und ein Denkmal zu sein, des Ortes, des Friedhofs und auch der Geschichte des Objektes selber, nämlich seiner Zerstörung durch die Nazis, die ja auch irgendwas bedeutet. Ich glaube aber, das entscheidende Gegenargument ist der Friedhof selbst. Es ist eben kein Ort des Tourismus, kein Themenpark, kein Skulpturen- oder Architekturenpark, es sei denn, die Visionen von Barry Bergdoll werden auch in Berlin greifen und dann ausgerechnet nicht kommerziell an dieser Stelle. Wer soll das eigentlich bezahlen? Also privat finanziert. Also will man die Gräber jetzt neu ordnen? Also sozusagen will man der Drondel wieder aufziehen? Wie genau, wie konkret will man es haben? Will man jetzt die Gräberanlage rekonstruieren? Weil die Parkgestaltung es erfordert. Das halte ich für höchst problematisch. Außerdem gibt es einen Interessenverein, der sich mit der Gedenkstätte der Sozialisten beschäftigt, wo SPD und Linke irgendwie so ein Bündnis eingegangen sind, genauso wie für den Friedhof im Friedrichshain, also für die Anlage und den Friedhof. Ganz besonders zynisch finde ich nur die Empfehlung an die Linken, würde ich das nicht parteipolitisch zu verstehen, aber als solcher verstehe ich mich natürlich, nun also anzubieten, zu sagen, naja, also nun macht doch mal euren Frieden mit dem Schloss, ihr kriegt jetzt euer Revolutionsdenkmal. Also diesen Handel halte ich auch für unzumutbar. Bin also nicht in der Lage, darüber zu verhandeln, aber ich würde es sozusagen nicht für relevant halten. Es ist ein verschwundenes Denkmal. Und eigentlich ist das stärkste Moment auf diesem Friedhof, dass es nicht da ist, dass es markiert wird. Es ist gewissermaßen das schwarze Loch, das man jetzt sogar grafisch darstellen kann in dieser Landschaft. Und im Übrigen würde ich darauf hinweisen, dass es doch man sich keine Illusion machen soll, wie ein wiedererrichtetes Revolutionsdenkmal im Alltag Berlins behandelt wird, wie es ein öffentlicher Ort auf einem ansonsten eigentlich als Friedhof bestimmter Ort ist, wie wird es attackiert. Es ist nicht bewacht, es ist keine Gedenkstätte, es ist sozusagen der allgemeinen Verlautbarung durch Graffiti und andere Aktionen ausgesetzt. Das ist vielleicht auch ein gewisses Moment. Das heißt, solange es kein politisches Projekt gibt, sich mit der Geschichte des deutschen Kommunismus auseinanderzusetzen oder genauer die Geschichte dieses Friedhofes zu behandeln, würde ich meinen, dass eine reine Ästhetisierung oder politische Umdeutung dem Objekt, das auch ich bewundere und also in jeder Hinsicht nur aufgearbeitet wissen möchte, am Ort selber nachzukommen. Es gibt museale Absichten, es gibt Machbarkeit, handwerkliche Faszination. Also der richtige Ort ist doch ein Architekturmuseum oder vielleicht ein Museum der Kunst des 20. Jahrhunderts. Da muss ich doch möglicherweise einen Ort finden lassen, vielleicht ohne Grabanlage, aber mit entsprechenden Erläuterungen. Und so weit sind wir gar nicht, dass es ein Museum des deutschen Kommunismus gibt oder ein Architekturmuseum, das das auch beinhaltet. Aber ich würde denken, in der Nähe der Neuen Nationalgalerie ist es eigentlich nicht ganz falsch. Wenn Marilyn Monroe als von Andy Warhol als Mona Lisa des 20. Jahrhunderts bezeichnet wurde, dann ist natürlich das Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe der Pergamonaltar des 20. Jahrhunderts. Und ich habe jetzt kein Bild vom Pergamonaltar, aber wenn das Luftboot dann zurückgegeben wurde, besteht auch im Schloss durchaus im Humboldt-Forum die Möglichkeit, an Mies van der Rohe zu erinnern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Thomas Flier. Auch nochmal an alle Referenten, vielen Dank für Ihre sehr, sehr dichten Beiträge.
vielleicht gleich anschließen an Ihre Argumente. Ich finde das natürlich sehr gut. Das ist ja auch die Absicht dieser Reihe hier, einfach auszuloten, Argumente zu hören und kennenzulernen, das Für und Wider zu lernen, darüber zu diskutieren. Deshalb sitzen wir hier. Und in dem Sinne würde ich jetzt gleich anfangen, gerne zu diskutieren. Vielleicht, weil das ja auch immer die Absicht war, auch die Referenten selbst ins Gespräch zu bringen, das vielleicht als Einladung. Mir brennen natürlich viele Fragen auf der Zunge, aber ich würde gerne auch die Referenten fragen untereinander. Gibt es da Fragen, die Sie aneinander haben, da Sie ja nun hier alle wirklich in dieses Thema auch sehr tief eingestiegen sind? Und gerne, ja. Vielleicht auch, ja, an Dietrich Neumann, weil du warst ja heute auch im Haus Wolf in Gubin, also in dem nicht mehr vorhandenen, aber jetzt auch, ja, auch Wünsche, das Haus wieder zu rekonstruieren, von 1925, also ein Jahr vor dem Denkmal. Und das wäre jetzt vielleicht auch die Frage, dort wird rekonstruiert, das ist wohl... Das ist unsere Hoffnung, genau. Ich spreche da gerne dazu. Barry und ich haben mit großem Vergnügen immer verschiedene Meinungen dazu gehabt über die letzten Jahre. Ich bin sehr dafür, das zu rekonstruieren. Ich glaube, dass Architektur mit allen Sinnen erfahren werden muss. Das Haus ist ein wirklich wichtiger Bau in Mises Geschichte. Und ich würde den gerne wieder erstehen sehen, sodass wir diese Raumfolge, wo er zum ersten Mal diese übergreifende Raumverbindung im Innern geschaffen hat, dass wir die wirklich erfahren können, zu verschiedenen Tageszeiten sehen können. Das Gebäude ist sehr kompliziert, für mich also ungewöhnlich kompliziert, und da gibt es viel zu entdecken. Wir haben die Pläne, die Region will davon profitieren, es ist ein schönes deutsch-polnisches Gemeinschaftsprojekt. Ich habe überhaupt keine Probleme damit, das wieder aufzubauen. Das kann man ganz klar machen, dass das eine Wiedererrichtung ist, und wo man spekulieren muss, das kann man verdeutlichen. Aber ich finde das eine sehr schöne Aufgabe. Ich bin da sehr engagiert und sehr dafür, habe also den Morgen verbracht. Sie haben das ja ausgebuddelt da. Es ist erstaunlich viel da. Der ganze Keller sieht aus wie Pompeji. Wunderbar. Und jetzt wird es erstmal wieder zugeschüttet und wir müssen Geld sammeln. Und wir haben dazu ein Buch produziert und hoffen, dass wir das Geld zusammenbekommen und irgendjemand das unterstützt und wir das Ganze wieder aufbauen können und irgendwie als Museum nutzen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache. Ich habe überhaupt keine moralischen oder anderweitigen Probleme mit so einem Wiederaufbauprojekt. Bei dem hier, um es dann gleich weiterzureichen, ist natürlich weniger von der Raumerfahrung zu erwarten. Nicht? Wir haben das ja ganz schön dokumentiert, aber ich würde nur ich fand das sehr schön, Herr Friel, wie Sie das auseinandergelegt haben, dass natürlich der Ort seine eigene Bedeutung hat und im Grunde das auch woanders stehen kann. Ich würde nur ein Argument gerne noch als Gedankenexperiment hinzugeben. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass die Nazis das nicht zerstört hätten, die ja im Moment das letzte Wort haben, was auch natürlich zu erfragen ist, ob das so bleiben muss. Aber wenn die Nazis es nicht zerstört hätten und das stünde dann noch, dann wäre es auch heute ein Monument für Rosa Luxemburg und Liebknecht, aber auch natürlich für Mies van der Rohe. Das hätte sowieso nach den vielen Büchern, die Barry und andere produziert haben, dazu wäre natürlich genau dasselbe. Das heißt also, das kann man dem Wiederaufbau jetzt nicht vorwerfen, dass es jetzt ein mies Monument würde, weil das wäre natürlich auch der Fall, wenn es überlebt hätte. Aber ob es überlebt hätte zu DDR-Zeiten, in der Zeit einer stalinistischen Rezeption und des Vorwurfs des Luxemburgismus, also die Neuordnung der Diskurse war ja, es gab eben sozusagen die Zwangsvereinigung und die Bildung der SED. Also insofern war natürlich das nicht vorhandene Denkmal des bei aller Sentimentalität von Pieck, der sicherlich da eine besondere Beziehung hatte. Also das sind natürlich so hypothetische Fragen, die Geschichte rückwirkend heilen zu wollen. Also ich glaube, man kann, natürlich ist es ein Miesdenkmal, ist ja völlig klar. Und natürlich wird aber hoffentlich auch, deswegen wäre ich natürlich dafür, ob nur am Ort oder im Museum, natürlich mit Stern und Fahnenmast, dass sozusagen es von der Kommunismusgeschichte, selbst wenn es für die deutsche Kommunismusgeschichte nur einen kurzen Moment einer möglichen Entwicklung, einer, ja, wie wir heute wissen, alternativen Entwicklung gegeben hätte. Ja, was wäre denn gewesen, wenn es zu DDR-Zeiten aufgebaut worden wäre? Na klar, wäre das auch interessant gewesen, wenn sozusagen die Reformbemühungen in der DDR mit einer eurokommunistischen Wendung oder was auch immer, also mit einer demokratischen Entwicklung des Sozialismus, der den Kommunismus anders rezipiert,
selbstbewusst als eigenständige Leistung der DDR das mit allen Mies-Experten am Ort hätte. So, aber es ist eben nicht so. Das hat natürlich was mit dem Scheitern der DDR zu tun. So, und die Träume der DDR über die Denkmalpfleger und Kunsthistoriker der Mies-Gemeinde wiederherstellen zu wollen, ist natürlich auch eine gewisse Geschichtsklitterung. So wie das Schloss auch natürlich die Erfindung eines ganz bestimmten Kreises ist. Und wie gut es geworden ist, darüber können wir auch diskutieren. Also die Risiken sind, glaube ich, enorm groß. Und meine Ermutigung in Richtung Museum ist ja nur zunächst mal, wir haben keine politische Situation, in der irgendein Konsens existieren würde und der auch sozusagen behutsamen Umgang auf diesem Friedhof dauerhaft zuließe, dass man jetzt ein Denkmal des europäischen oder des deutschen Kommunismus wiederherstellt. Aber es als ein Objekt der Kunstgeschichte zu betrachten und es auch erfahrbar zu machen, würde ich durchaus als experimentell interessant finden. Und wenn das dann 100 Jahre steht und sich dann neue Einsichten gebildet haben, kann man ja alles Mögliche machen. Also diese Endzeitstimmung, es muss jetzt rekonstruiert werden, wir haben jetzt das Fenster der Chance und jetzt, und du wirst mal privat finanziert nach Schlossmodell, also das widerstrebt mir irgendwie. Ich würde also mehr Gelassenheit und mehr Interesse an der Sache selber empfehlen. Und da sind wir, glaube ich, alle einig, dass uns das total verbindet und fasziniert. Aber darf ich da vielleicht kurz nur kurz einhaken, weil das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also warum, ich verstehe zwar, wenn Sie sagen, es gibt keinen Konsens darüber, über ein Denkmal der Geschichte des Kommunismus dort an diesem Ort zu rekonstruieren. Ich kann jetzt aber, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt auf diese Sache schaue, schaue ich eher darauf, ist das ein Widerspruch, ein Monument auf einem Friedhof wieder zu errichten, finde ich jetzt gar nicht so widersprüchlich, weil ein Friedhof per se eigentlich Monumente sind, Erinnerungsorte sind. Ja, aber wo sind denn die Toten abgeblieben? Nur ganz kurz, der zweite Punkt, man kann das doch auch, also zumindest finde ich das nicht abwegig, das so zu verstehen, dass es ja auch ein Monument für den Idealismus ist. Das ist ja jetzt gar nicht, man kann das ja auch, sagen wir mal, aus dieser Perspektive etwas weiten. Das ist dann ein Spruch, ich bin nicht wahr, ich werde sein. Das ist übrigens interessanterweise, ist das ja ein Zitat, wenn ich das richtig verstanden habe, was Rosa Luxemburg selber benutzt hat, von Freiligenrath. Freiligrath, ja. Genau, Freiligrath. Und der hat es aber wieder, das ist eigentlich die Inschrift vom Tempel der Isis, den Tempel der Natur. Ich bin alles das, was ist und war und kein... Niemand wird je mein Geheimnis enträtseln. Kant zitiert das in seiner Kritik der Urteilskraft. Das heißt, über diese Verbindung, finde ich, kann man auch sehen, das ist doch gar nicht jetzt so eng an diesen, an die Geschichte des Kommunismus, die dann vielleicht daraus entstanden ist, mit allen Implikationen und Schwierigkeiten, sondern, und das fand ich bei dem ersten Abend sehr interessant, was Herr Lindenberger eigentlich eingebracht hat, diese Idee, naja, das ist eigentlich auch ein Monument für diese Zeit, wo dieser Idealismus ja durchaus in diese Künste mit eingeflossen ist und eigentlich sowas wie ein Zeitgeist war. Und kann man das nicht dann, wenn man das so betrachtet, ich weiß, wahrscheinlich wird das nicht so rezipiert werden, wahrscheinlich wird dann der Stern, da wird man sich drüber streiten und Hammer und Sichel, aber ist es nicht auch ein Weg, das so zu sehen? Was ich sehr positiv fände, was ich sehr, sehr hoffnungsvoll fände, denn was brauchen wir mehr im Moment als Idealismus gewissermaßen? Insofern wäre es für mich gar kein Blick zurück, sondern eigentlich fast ein Blick nach vorne von dort aus gesehen, dass doch diese Gedanken, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hatten, die sind doch zeitlos, die sind doch jetzt nicht an eine Epoche gebunden und die ist jetzt für immer vorbei. Also ich weiß nicht, ob Sie genau sich mit der Ideenwelt von Luxemburg und Liebknecht beschäftigt haben, aber da sind schon Grundfragen zu stellen, die die politische Kultur des 20. Jahrhunderts bis heute betreffen. Und wenn wir uns aus denkmalpflegerischer Sicht einig sind, es geht nicht ohne den Stern und den Fahnenmast, dann kann ich nicht einfach die Dinge weglassen. Nee, natürlich. Ich meine, wir unterstützen gerade die Ukraine, die ein Dekommunisierungsgesetz gemacht hat. Kein Stern könnte in der Ukraine mehr existieren. Natürlich. So. Und kein Sowjetstern und so weiter. Also für meine Profis ist ihr ganzes Anliegen, also zwar idealistisch,
Aber es ist mit einer enormen Entpolitisierung und Ästhetisierung und einem allgemeinen Abstrakten, also wenn er dafür, man stellt sich den Härten und Auseinandersetzungen, immerhin wurden die ermordet, die da, also da, andere sind vielleicht gefallen in irgendwelchen revolutionären Kämpfen, aber also ich glaube, dass das irgendwie eine kunstästhetische Nebelaktion ist, die da ein im Grunde museales, kunsthistorisches Interesse, und dafür haben wir aber auch geschützte Räume, nämlich ein Museum. Also man kann natürlich sagen, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, in Lichtenberg, in Friedrichsfelde, ein Museum des Kommunismus oder ein Themenpark des Kommunismus zu machen, bitteschön, dann ist das eine, aber es ist ein Friedhof, der wird nach wie vor bewirtschaftet. Es gibt verschiedene Monumente, Grabmalkultur verschiedener Zeiten. Und das Fehlen durch den Abriss der Nazis gehört irgendwie mit dazu. So, also ich finde die Markierung, die Qualifizierung der Informationen am Ort völlig ausreichend. Das schließt ja nicht aus, dass man sich mit Mies beschäftigt, gerade hier und dankenswerterweise durch diesen Ort hier. Aber es bringt auch übrigens diesem Unternehmen nichts, wenn jetzt da irgendein touristifiziertes, ständig öffentliche Attacken ausgesetzte Ikone aufgebaut wird, die dann noch also entschärft werden muss, indem dann nicht mehr die Insignien, wofür es eigentlich stand oder stehen sollte, damit verbunden sind. Also das, Sie dürfen das jetzt nicht mit mir verwechseln. Ich werde absolut dafür. Wenn, dann müssen da die Insignien ran, aus meiner Sicht absolut und auch allein schon um diese Diskussion, die darüber entstehen würde, die ist doch interessant. Die ist doch wirklich höchst interessant. Ich wollte, wie gesagt, nur sagen, aber um das aber gleich auch zu öffnen. Aber wen interessiert die mehr als die, die hier alle schon sitzen? Ich meine, also die Frage also ist wenn wir jetzt über hier, Idealismus. Wenn wir jetzt über Idealismus diskutieren und über, also das war ja mein Versuch, diese Perspektive zu wandeln und gar nicht das als historisches oder historisierendes Denkmal zu sehen, sondern als Blick nach vorn, wo man vielleicht das Problem, was ja auch schon anklang in anderen Diskussionen war, wir haben eine Masse von Denkmälern und Monumenten, die zurückgucken und die sagen, okay, das müssen wir erinnern, da müssen wir sozusagen ohne die Perspektive nach vorne zu richten. Und das fand ich eben nur hier interessant, das wollte ich nur sagen, das steckt hier drin in dieser Geschichte über Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Das war nur mein Anliegen. Aber ich würde das gerne tatsächlich auch, Vita, du. Ich wollte nur mal kurz ins Spiel bringen, dass wir noch 10 Minuten haben und vielleicht das Publikum das mit einbeziehen können. Die Frage, genau. Das wäre vielleicht ganz schön. Hier gehen die Hände hoch. Ja, sehr gut. Herr Schulz. Bitte. Ich habe nur eine ganz kleine Frage an Herrn Spiel. Gibt es einen? Moment, wir haben Mikrofone. Entschuldigung. Ja. Ich habe nur eine kleine Wissensfrage. Gibt es ein Foto oder wenigstens eine Beschreibung, welche Fahne jemals an diesem Mast gehangen hat und zu welchem Anlass? Also mir ist keine bekannt. Ich weiß nur, dass die Friedhofsordnung das ausschloss und deswegen musste die... Es gibt die Fahne, in Spandau liegt die im Depot vom Deutschen Historischen Museum. Also die Fahne was war das für eine Fahne? Eine rote Fahne? Ja, genau. Aber die ist vorhanden. Die kann man sich, also wenn man... Nee. Das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, aber die Fahne ist da, man kann sich die anschauen. Also die gibt es mit den Grabplatten von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wusste ich auch nicht. Es gibt in Berlin ein Denkmal für Rosa Luxemburg und es mehrere. Gibt auch eins für Liebknecht. Mehrere. Und zwar an den originalen Orten, am Landwehrkanal. Mehrere. Also da sollte man vielleicht auch nochmal diese Diskussion um das Mies-Objekte in Verbindung bringen mit der idealistischen Fragestellung oder politischen Fragestellung. Wann und wieso hat man diese beiden kleinen Memorialstätten geschaffen? Das finde ich also als politische Frage nicht uninteressant. Mhm. Auf was du gesagt hast. Da hinten. Renate auch. Ja, Renate muss ran. Ich fand erstmal vielen Dank für die interessanten Vorträge. Was ich mich gefragt habe, ist, es gab ja ab und zu mal den Hinweis auf das Detail. Wie wichtig ist das Detail? Und ich habe irgendwie gedacht, ich gucke mir die ganzen Bilder an, die Fotos und denke mir, ja, das Detail kann wichtig sein, aber vielleicht ist die Anmutung viel wichtiger als das Detail.
Und ich habe mich gefragt, brauche ich das Material, aus dem solch ein Denkmal bestanden hat oder jede Art von Rekonstruktion? Oder gäbe es nicht einen anderen Weg zur Anmutung über die Fotos? Das heißt, man könnte ja auch überlegen, weil unsere Erinnerung ist ja geprägt durch die Fotos, falls weg ist, und durch nichts anderes. Wir haben das alle nie gesehen, keiner von uns, und auch das Haus in Guben, da gibt es vielleicht noch drei Leute, die das gesehen haben, die wird es geben. Genau. Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn es um die Anmutung geht, könnte man ja auch eine Rekonstruktion vornehmen, die sich eigentlich auf die fotografische Überlieferung bezieht, und dann würde das Material nicht die entscheidende Rolle spielen. Und ich frage mich natürlich, warum kann man nicht eigentlich solche Rekonstruktionsfragen ganz anders lösen, nämlich über eine moderne Technik? Also wir haben einerseits die Fotos, die kann man sicherlich in vielerlei Hinsicht einlesen. Und dann könnte man sich ja überlegen, ob man die ganze Sache nicht 3D rekonstruiert. Also mit einer absolut modernen Technik. Damit auch klar machen, dass es immer eine Interpretation ist, was kommt, und niemals das Original. Das ist ja selbst bei Gebäuden, die erhalten sind, so, dass 2, 3, 5, 10, 30 Renovierungen darüber hinweggehen und das Original ist niemals mehr da. Es ist immer eine Interpretation der jeweiligen Generation. Und das würde mich eigentlich viel mehr reizen, vielleicht solche Fragen mal zu stellen. Davor. Vorne, unbedingt drin hat er. Vielen Dank. Das ist ja ganz spannend, wenn man sich das anschaut, ist es ja nicht nur ein Objekt, es ist ein Aktionsort. Und das ist eigentlich das Interessanteste daran. Einerseits weiß man, dass da Aktionen stattfanden, also diese politischen oder sozialpolitischen Aktionen und die Einbindung der Umgebung an den Ort. Und zum anderen ist es eben ein Mythos. Und vielleicht ist das, was Jan eben sagte, eine interessante Idee, dass man es umsetzt, aber nicht greifbar macht. Ja, also ich glaube, eine Materialisierung fände ich absolut kitschig, muss ich mal sagen. Dazu muss ich noch sagen, als Künstlerin, als Frieda Schnock und ich uns mit dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas beschäftigten und Bastop entwickelten, haben wir das ganz genau studiert. Wir haben uns also diese ganzen Denkmale angeguckt. Besonders das da, was es nicht gab. Ja? Ich komme aus auch so einer mies verrückten Familie und meine Tante befragt wie und so weiter. Und da haben wir gemerkt, wie wichtig eigentlich diese Bühnenarchitektur ist. Und dann haben wir natürlich als Busstop, also diese Bushaltestelle auf dem leeren Gelände, haben wir gesagt, man braucht dort einen Ort, wo man sich trifft und spricht und auch einen Dokumentationsort. Das war noch vor dem Internet. Und von wo aus man dann in die Lager, in die anderen Gedenkorte in ganz Europa fährt. Und da kam dann natürlich so ein Glaspavillon dabei raus. Ja? Also sozusagen der doppelte Mies, Auslöser, der Aktionsort, etwas, was einen wegbringt. Und ich finde, das ist viel mehr als ein Objekt. Und wenn ich es mir so anschaue, dann ist es das gar nicht. Ja, sondern es ist eben dieser Gedanke an Freiheit und an soziale Utopien und an dass es allen Menschen gut geht und dass die Parkplätze nicht zu teuer werden. Und ja, also alle diese Sachen, also Freiheit und Offenheit für alle. Und das ist, glaube ich, einfach diese, das ist es, was es ausdrückt. Das ist der Grund, warum wir es heute nicht mehr herstellen. Mhm. Barry, I have a question to you, so I'm going to ask it in English. The monument is, we all agree it's a sculpture. It's not only an architectural work of Mies van der Rohe, but it's also a sculpture, so it's at the intersection of architecture and art. And wouldn't the restoration or the rebuilding of this monument also be a restitution, in a way, of an artwork that has been robbed from us by the National Socialists? So would you say that the rebuilding would be not only have to be seen from an architectural perspective, but also from maybe an art historical, or not only historical, but from a perspective of this being an artwork that belongs to society, no matter how we perceive it, because we can disagree on it, but it's a piece of art also, and it could be restituted to society.
I don't think it's so much an issue that it's difficult to reconstruct, although there is a problem with details. For me, the biggest thing is that I haven't yet been informed of a huge social movement and a consensus that is extremely eager to have this monument as some kind of act of reparation. I don't think it's a kind of restitution. I think it would be a reparation, as some kind of reparation, but rather people who are extremely enthused for Mises architecture who would like to have this very textural spatial monument back without much engagement with the complex thing that brought it into being. And likewise, Gubin is people who have, there's always my problem with you, Dietrich, you want to rebuild Gubin so that Mises people can understand its spatial. I think we can all read the drawings and imagine the thing. We don't need a kind of simulacrum of three dimensions. So the biggest problem for me is there's no consensus desire to have this thing. If there was a huge I don't like the Schloss. I think it's absurd, but there are a lot of people in Berlin who wanted it. So in a certain sense, there is some meaning there. It's one reason that I wanted to speak about with Frank Lloyd Wright, the popular versus the art historical, though it's a little bit umgekehrt. So, no, I don't agree with you that it's a restitution of a lost object, because I don't feel the big movement of people saying we need to undo this Nazi crime among so many others and recreate this monument, because it's a painful problem for society in 2022. Rather, I hear that there's a lost Mies monument and we should bring it back. So I also agree with you. Who's going to look over this thing when it is there as a kind of object that has a very, I don't know what's the word for it, it's a very kind of specialized desire to have it back. Ich glaube, wir müssen, ja, ich glaube, wir müssen schließen. ich bedanke mich herzlich bei allen für diese interessante Diskussion. Wir sind noch nicht am Ende. Das war jetzt diesmal die dritte Runde. Und die nächste Runde findet am 10. Juni statt. Das möchte ich hier noch kurz ankündigen. Und zwar hier wieder im Haus, und zwar mit Aya Seuker, Klaus Leggevi und der Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld. Gibt es noch ein kleines Fragezeichen, ob sie auch wirklich dann kommt. Aber das ist der nächste Termin und ich bedanke mich bei allen herzlich. Und ich glaube, dieser Mies und dieses Denkmal wird uns noch ewig beschäftigen, aber bei uns erstmal noch sechs weitere Runden, die wir hier veranstalten. Und vielen Dank für alle und ich möchte Sie jetzt noch einladen, mit uns einen Wein zu trinken und vielleicht noch ein bisschen hier zu verweilen und zu sprechen. Danke. Ja.